Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde live auf Twitch. Und wie ihr schon seht, es gibt was Neues. Es gibt den Farming Simulator. Wir gehen mal in die Vollen und wollen uns heute mal ein bisschen, ja, dem Ackerbau und der Viehzucht widmen und mal schauen, wie wir das da heute gewuppt kriegen. Ist schon ein bisschen länger in der Planung und ja, heute ist es dann eben soweit. Auf jeden Fall erstmal schönen Dank und schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr zuschaut. Hallo lieber Marius, hallo lieber Mirko, grüße euch. Das ist schön, dass ihr da seid. Ja, die anderen sind übrigens hier oben auch drin, ne? Wie ihr seht, also ganz so weit ist der Mirko auch nicht weg. Also von daher, euch schalte ich jetzt auch gleich mal hinzu, damit man euch hier hören kann. Ich vergesse das sonst immer wieder. So, dann sage ich mal Hallo in die Runde. Hallo. Na, Wind. Yay, sehr schön. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ihr soundtechnisch richtig seid, weil ich natürlich da wieder eben gerade noch ein bisschen dran rumgespielt habe. So, ich muss mal eben ganz kurz horchen, ob das klappt. Ja, aber ganz gut an. Ja. Weil eben gerade hatte ich nämlich ein bisschen Probleme mit dem Spiel wieder. Ah ja, man hört euch. Okay, sehr schön, das ist gut. Alles klar. Ein Phänomen, was ich habe, das habe ich bisher noch nicht ganz herausgefunden, woran das liegt, ist, dass die einzelnen Icon vom Chat hier an der Seite nicht richtig angezeigt werden. Also beim Davot davor, da ist irgendwie so ein Icon, das wird irgendwie nicht richtig angezeigt und ich weiß nicht warum. Das war beim letzten Mal, glaube ich, auch schon. Genau, das war beim letzten Mal auch schon. Und ja, dementsprechend sind wir da so ein bisschen am Gucken. Ach, das Vampirhörnchen ist da. Grüße dich, meine Liebe. Alles gut bei dir? Hey, sehr schön. Ne? So, also, wie ihr seht, heute wird es ein bisschen landwirtschaftlich. Das heißt, wir gehen mal ein bisschen raus und, also virtuell natürlich, ne, nicht in echt. Natur, ich wollte gerade sagen, anders können wir das. Wir kennen doch die Natur gar nicht mehr anders, außer eben digital auf dem Bildschirm. Und dementsprechend wird es heute mal so ein bisschen, ja, eingemachter. Ne, keine Ahnung. Ach, die liebe Finn ist auch da. Grüße dich. Hey. Ah, Nixbuch schreiben. Nee, heute, jetzt heute Abend nicht. Dafür aber dann morgen aller Wahrscheinlichkeit nach wieder. Morgen Mittag ab 12 Uhr höchstwahrscheinlich wieder geht's wohl wieder los. Das ist zumindest so in einer groben Planung. Und da geht es dann als nächstes dann in die nächste Runde, was das angeht. Ne? So, okay. Ich würde mal sagen, ihr seid ja schon im Spiel drin. Ich schalte mich mal eben rüber und hoffe mal, dass man mich hier genauso sehen kann. Wenn der Sound vom Spiel zu laut sein sollte oder dergleichen, sagt es mir, dann kann ich da zur Not noch ein bisschen dran werkeln. Ich muss jetzt mal gucken. Jetzt, ich stehe hier mitten in der Pampa. Ich weiß gar nicht, hier ist noch gar nichts. Was sind denn die frühen Morgenstunden? Wie früh ist früh? Alles gut bei mir, noch etwas müde vom Feiern am Wochenende, aber sonst alles fein. Ach so, gucke an. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie ist denn der Stand der Dinge zurzeit? Ach, da ist ja ein Hof. Ein Hof beitreten, komm her. Oh, ich durfte ja, dem auch so beitreten, ohne dass ich irgendwie fragen musste? Das ist ja cool. Ja, ich kann dich ja wieder rausschmeißen. Ah, okay. Wo seid ihr denn überhaupt? Ja. Wo ist denn der Platz? Ach, da oben. Außerdem, John. Außerdem, John. Noch kannst du nichts kaufen. Denke dran. Ach, verdammt. Ja, stimmt. Das haben wir nämlich. Wir haben das nämlich im Vorfeld einmal getestet, um zu schauen, ob dieses Spiel auch einigermaßen funktioniert. Hat bisher auch soweit ganz gut geklappt. Aber wir kennen natürlich noch nicht alles, weil wir haben noch nicht lange gespielt. Wir wissen nur, Sally hat eben das Spiel angelegt. Das heißt, sie ist die Chefin von dem ganzen Laden. Sag mal, was machst du denn da oben? Was ist denn das jetzt schon wieder? Hier machst du den Ausguck? Ich wollte mal gucken, inwiefern in diesem Spiel Parcours funktioniert. Ach so, ich hatte schon mal hier den Blockwart, um zu gucken, dass wir auch alle schön fleißig arbeiten hier auf der Farm für dich, ne? Ja, das sowieso. Bis ich einen Hochstand habe, muss das so gehen. Das habe ich mir gedacht. Hier wie so ein Tennissitz hier, so ein großer Ausguck, dass auch alle fleißig am Werkeln sind. Ja, toll. Jetzt springe ich extra da oben runter und du gehst weg. Ja, aus Gründen. Das gibt nur Ärger. Aus Gründen. Jetzt kommst du aber auch hier angelaufen. Ich gebe den kleinen Handrasen mehr. Hast du das gesehen? Du kommst hier aber auch angelaufen. So wie, wo steht das Klavier? Ich trage die Noten. Eine schicke Sonnenbrille hat sie hier. Meine Güte, wo ist denn der andere eigentlich? Ach da, der treibt sich schon wieder in die Büsche rum hier. Schau dir das mal an. Da kommt daran gelaufen. Meine Güte, genauso. Auch hier, zack, 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 zack. Diesmal mit, naja? Ich merke schon hier, diesmal von zwei Mädels umgeben hier. Meine Herren. Bauern halt. Ja, ja, ich merke das schon. Okay, aber mal ganz ehrlich, John, du gehst auch nicht besser. Nee.
Ja, das Problem ist, ich laufe immer so, weißt du? Ja, das stimmt allerdings. Okay, wie ist denn hier jetzt der Stand der Dinge? Ich meine, besitzen wir dieses Gelände hier schon oder wie muss ich mir das jetzt gerade vorstellen? Nein. Wir sind auch völlig frei von der Wahl, ne? Genau, ich habe bislang nur den Hof erstellt damit wir jetzt zu dritt uns überlegen können, welche Felder wir kaufen wollen. Okay, weil ich sehe auf der Karte an sich, da wo wir sind, da sind ja schon so graue Flächen für Gebäude angelegt, aber ich weiß eben nicht, man sieht sie halt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. Auf der Karte selbst sind halt graue Kästchen, aber da ist ja halt nichts. Ob das die Sockel sind für Gebäude oder? Kann gut sein, ja. Okay, weil das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Da habe ich keine Ahnung, wie das Ganze läuft. Ja, ne? Nee, da stehen dann, glaube ich... Oh je, böser Blockwart, böse Kindheitserregungen, komm hoch. Lol, John läuft mit Rasierklingen unter den Achseln? Ja, hast du doch gerade gesehen. So sieht's aus. Was meinst du? Noch geht es gut, wenn wir erstmal auf dem Acker gewesen sind und was wir da alles tun müssen. Da werden wir hinterher wahrscheinlich mehr kriechen vor Erschöpfung. Ich habe mal den Kanal gewechselt, weil Frank kommt gleich. Also, alles klar. Dann habt auf jeden Fall viel Spaß und liebe Grüße auf jeden Fall, Mirko, ne? Ja, Finn, 2 bis 7 so. Uhr. Das ist ja wirklich mitten in der Nacht. Oh Mann. Ja, fleißig, fleißig, muss man ja tatsächlich sagen, ne? Okay, ihr Lieben, alleine so. Alleine die Stempel sich aufzubauen, ist schon Hammer. Wie schaut's aus? Wo seid ihr denn gestartet? Also, beziehungsweise Stefan, wo bist du denn gestartet bisher im Spiel? Also im Singleplayer meinst du jetzt? Ja, als du gespielt hast. Ich hab, warst du auch hier auf der Ecke oder wo warst du? Ich habe aber die bestehende Farm schon übernommen. Also ich hatte da schon Gebäude und einige Fahrzeuge und kann dann halt darauf aufbauen und kann das erweitern. Alles klar. So ganz bei Null angefangen habe ich noch nicht. Das ist dann für mich also auch Neuland. Okay. Ich kenne schon so ein bisschen. Alles klar. Ein bisschen habe ich schon... Okay, also wir können uns halt überlegen, ich meine hier unten, das ist die Ecke, da haben wir bei dem Probespiel auch unseren Anfang gehabt, das ging soweit ganz gut und auch die Feldgrößen waren soweit übersichtlich, dass man halt verschiedene Sachen ausprobieren konnte. Würde sich also anbieten, aber wenn ihr wollt, können wir genauso gut auch sagen, dass wir einen anderen Hof nehmen, aber ich fand den da unten nicht ganz gut. Ich weiß gar nicht, was du überhaupt für Optionen hast, also ich kenne wie gesagt nur das unten rechts in der Ecke, was anderes kenne ich nicht. Dann lasst uns doch da einfach halber. Wir können so ziemlich alles kaufen, ja. Allerdings je nach Größe sind die natürlich deutlich teurer. Ja, das ist klar. No. Was ist das hier da? Aber prinzipiell könnten wir jedes Feld, was hier eine Nummer hat, könnten wir kaufen. Am besten siedeln wir also unten rechts und dann nehmen wir so Feld Nummer 1 oder so, dann, ne, damit wir möglichst zweiten Weg zum Fahren haben. Ja, das wäre höchstgradig intelligent. Sogar die Zwischendinger, da wo keine Felder sind, die könnte man sogar auch kaufen. Allerdings müssen wir da erstmal die Felder anlegen. Nee, also dann würde ich schon eins nehmen, was schön kultiviert ist, dass du es benutzen kannst. Na. Und nicht erst noch da umführen. Das weiß ich nämlich auch nicht. Und ich würde... Also wenn wir jetzt mal nicht zu klein und nicht zu groß, weil die großen Felder halt auch sehr lange dauern, bis du die dann abgearbeitet hast, ne? Ja. Ihr könnt euch das überlegen. Also hier haben wir hier die Konstellation. Was ist denn hier gerade drauf? Baumwolle, erntereif. Das ist das gleiche, was wir gestern auch hatten. Ballendrein, Raps. Weißes Baumwolle. Wachstum und Sonnenblumenbahn, ne? Ja, Sonnenblumen, erntereif. So, und was haben wir bei den anderen Sachen? Da sind ja alle möglichen Farben. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn? Obwohl, nee, da sind dann keine Gebäude oder was? Finn, von 4 bis 7 am Wochenende und gerade dieses Wochenende bin ich nicht da. Och, Mensch. Oh, meine Güte, mach doch nicht solche Sachen. Mann, fleißig. Fleißig. Okay, liebe Leute, wir sehen gerade, hier sind ja viele, viele Leute. Was würdet ihr denn euch im Chat, was würdet ihr empfehlen? Wo sollten wir am besten... starten? Sollten wir tatsächlich dieses Startgebiet unten rechts mit den Feldern 24, 25 und 26 am Anfang nehmen? 19 da auch noch? Ich weiß nicht, ob die 19 von vornherein dabei war. Ich glaube, die musste man schon extra kaufen, ne? Genau. Johnny, 19 ist das, wo wir gestern die Kartoffeln geerntet haben. Das ist ein extra Feld. Das ist ein extra Feld. Okay, alles ist klar. Also das gehört nicht zu dem Startset dazu. Das wäre eine Möglichkeit und ansonsten, ich weiß gar nicht, wo man alternativ beginnen könnte. Oben ist noch 1, 2, 3, wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten, lass uns doch hier unten anfangen zur Not und dann arbeiten wir uns so nach und nach dann eben raus. Wollen wir uns nicht lange überlegen, naja gut.
Ja, zumal hier unten hast du noch eine relativ gute Anbindung an die anderen Sachen da, wo du dann abliefern kannst. Ja. Und ja, alles Weitere werden wir dann eben noch sehen. Lass uns ruhig hier starten. So, ja, kaufst du einen Hof, Teddy? Du ich kann bist, was kaufen, ja. Du bist diejenige, welche hier über die Moneten verfügt. Ja. Wir können ja noch Land. Nichts. Ihr könnt Sachen kaufen. Ich warte hier, ich guck euch zu. Ja, genau, so sieht's aus. So sieht's okay, aus. Okay, also, wir sind jetzt hier. Wir können, hast du das jetzt gekauft hier? Das war das benutzen. Hab ich gekauft, ja. Sehr schön. Ist jetzt unseres, du weißt doch, ne? Ich gehe da nur hin, sag, gib her das Ding und dann hier hast du Knete. Lass uns jetzt, pass auf, da müssen wir jetzt erstmal überlegen, weil wir brauchen jetzt erstmal, weiß ich nicht, wenigstens ein oder zwei Fahrzeuge. Richtig, wir sollten Traktoren holen. Auf jeden Fall, pass auf, lass mal in den Shop reingehen. Wir gehen mal rüber zu dem Shop. So, pass auf, der ist ja hier vorne. Da können wir auch direkt hinjumpen mit der Leertaste. So, und dann gehen wir da mal rein und gucken uns mal an, was es hier alles Feines zum Einkaufen gibt. Hier gibt es nämlich alle möglichen Traktoren, Trecker, sonst was alles. Ich würde jetzt nicht gleich die teuersten nehmen. Nee, müssen wir ja nicht. Und wir müssen ja auch nicht gleich kaufen. Wir können am Anfang ja auch erstmal nur mieten, sozusagen. Bei den Traktoren würde ich sagen, da könnte man schon überlegen, ob es Sinn macht. Ich habe, ich mal gucken, was es da jetzt gibt. Vor allen Dingen die Überlegung, es gibt die kleinen Traktoren, die mittleren und die großen. Ne? Ist die Frage, ob wir mit dem mittleren Traktor erstmal nur anfangen. Die ganz großen, die sind zu teuer. Und guck mal, der kostet auch schon, der kleinste kostet schon 100.000. Ja. Deswegen wäre jetzt überlege, ob wir einfach einen von diesen Casey-Dingern nehmen, mittelgroß, und die dann eben mit diesen speziellen Reifen, damit die Pflanzen nicht kaputt gehen, wenn wir da auf dem Acker unterwegs sind. So, habt ihr das? Ja, ich weiß ja nicht, wie sie eingestellt hat, ob du da dann halt rüberfahren kannst oder nicht. Das kannst du ja alles noch konfigurieren. Ja, also ich habe jetzt hier diesen Casey, wie nennt man denn das? Casey-Traktor, ja, okay. Case. So, dann hat der eine Trelleborg-Bereifung. Reifenvariante würde ich sagen, da nehmen wir, was hat er denn da? Zwillingsbereifung? Pflegebereifung. Die einfache Pflegebereifung für 1.000 würde ich nehmen, glaube ich. Siehst du, da habe ich mir gar keine Sorgen drüber gemacht, weil ich das bei meinem Spielstand gar nicht aktiviert habe. Ich baller da einfach übers Feld drüber und gut gewesen. Okay, na, das ist ja nur für den Einstieg hier. Du kannst die Dinger ja auch im Nachhinein einfach noch upgraden und ändern. Und diese Pflegebereifung ist eben, das sind schmale Reifen und dann hast du halt eben keine kaputten Pflanzen oder so. Ne? Mhm. Motorausführung, weiß ich nicht. Lass uns erstmal den normalen, glaube ich, nehmen. Ansonsten alles andere kostet ein bisschen viel Geld. Kann man, glaube ich, im Nachhinein immer noch machen. Ich würde vorschlagen, lass uns erstmal einen von denen auf jeden Fall nehmen. Was haltet ihr davon? Mhm. Ja, wollen wir uns alle mal so ein. Ja, ich denke, du musst mal gucken. Du musst ja dann immer gucken, was wir jetzt, wenn du jetzt aberntest. Also wir haben jetzt Sonnenblumen drauf, wir haben Baumwolle drauf und wir haben Raps drauf. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall was zum Transportieren. Einen Anhänger bräuchte man mindestens auch nochmal. Ja, oder du kaufst ein Silo und kippst halt alles erstmal ins Silo rein, ne? Und verkaufst dann nach Bedarf. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn wir erstmal mit dem Silo anfangen und da erstmal zwischenlagern und dann verkaufen, je nachdem, was der Preis halt so bringt. Ja, also ich würde dann schon, jetzt weiß ich gar nicht, das ist Silo-Erweiterung, großes, ja, kostet natürlich auch erstmal richtig Geld, ne? Ja, dann wenn wir jetzt das... Das normale, das kleine, ist das auch für alle Sorten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Sieht jedenfalls ganz danach aus, weil da unten sind ja andere Icons. Und die sind bei dem ersten und dem zweiten Silo identisch. Ja. Gut, wird Getreide gelagert, das ist einfach nur so eine Füllgröße einfach. Das eine hat 100.000... Ja, da passt weniger rein, genau. Ja, ich würde mal sagen, so viel haben wir ja eh nicht. Lass uns doch so ein kleines Silo nehmen erstmal, oder? Ja, dann können wir Sally kauft Gebäude. Was? Gebäude? Sally braucht kauft Gebäude. Ja, so ein kleines Getreidesilo brauchen wir. Och, ich hasse das hier, warte mal. Kann ich das nicht irgendwie. Stefan, warum startet man mit dem Kram immer beim Shop? Ich muss jetzt den ganzen Weg dahin. Das ist doch doof. Ja, das weiß ich auch nicht. Das hat mich aber auch schon öfter mal genervt. Aber wieso bist du jetzt beim...
Was haben wir denn hier alles? Kapazität. Dingel dann mal ganz gemütlich über die Karte. Du kannst du nicht so hinjumpen oder irgendwas? 12.000 Meter, 4.000, 8.000. Abdeckung, ich ja. Nicht nein, John ist das doch gerade auch direkt zum Händler gehoppelt. Genau. Du ja, kannst ich bin ja beim Shop und habe dann das Silo gekauft, also will das Silo kaufen. So, ja, du musst das, du musst das über die Karte schieben. Ja, du musst das über die Karte schieben. Das ist total affig. Ja, das ist nervig. Wollt ihr das denn hinhaben? Was schlacht das? Ich würde es, Moment, sage ich dir gleich. Irgendwo hier in der Mitte? Na, ich bin gerade überlegen, wo das im normalen Spielstand ist. Das irgendwo da, wo die hinten Fahne... vielleicht, so hinter diesem komischen Schrottplatz, den wir hier haben. Wo die Fahne steht, irgendwie. Hier. So, in dem Bereich. Ich habe nochmal einen Anhänger dazu geholt. Kann ich es aber nicht hinstellen. Nee, mach da nicht. Straße, da ist die Straße, deswegen kann ich es da nicht hinstellen. Also bei mir auf der Farm steht das hier auf diesem Stück, wo die Wiese hier ist, weißt du, hier da. Da habe ich das stehen. Dann seid schön kreativ und fleißig. Ich muss noch aufholen. Hab heute noch nichts geschafft wegen anderen Verpflichtungen. Ach, Mensch. Fein. Same. Genau so sieht's aus. Ja, wie gesagt, wir sind hier jetzt auch noch mal so ein bisschen erstmal am Einklamüseln. Also, wir haben zwei Traktoren. Wir haben einen Anhänger. Da kann ich drauf bauen. Soll ich's da hinbauen? Okay. Ja. Da, wo das Windrad dann auch ist oder was, oder die Gemeinde. Nee, da, wo du eben warst, also vor der. Ja. So, wir brauchen vor der Fahne auf diesem Baumwollding, kleinen Grünstreifen hier vorne. Für das Baumwollding brauchen wir diesen Baumwolltechnik, ja. Aber wir brauchen hier diese Erntemaschine. Ja, sehr schön, da kann man dann nämlich auch gleich in den Straßenbahn vorbeifahren. Ja. Müssen wir jetzt irgendwie Fahrzeuge abholen oder was? Ja, wir müssen vor allen Dingen, wenn wir. Ich habe nur einen Trecker geholt. Frage. Ja, du musst jetzt ja gucken. Du brauchst ja die Erntegeräte würde ich mir jetzt vielleicht erstmal mieten, weil das ja, glaube ich, irgendwie so war. Du brauchst ja für unterschiedliche Sachen unterschiedliche Geräte. Und jetzt ist hier Baumwolle drauf und du weißt ja nicht, ob du beim nächsten Mal wieder Baumwolle anbaust. Richtig. Also ich habe mich schlau gemacht, was Baumwolle angeht. Es gibt nur dieses eine Gerät, mit dem man das abernten kann. Das hat nur einen relativ hohen Mietpreis. Nur, dass ihr das wisst. Ne, wird aber wahrscheinlich, das wird ja auf Stunde gerechnet und wir kommen ja nicht drum rum, wir können es ja nicht anders transportieren, das Ding. Du musst es abernten, ja, es ist ja auch nicht viel, du hast die Baumwolle, die du jetzt ernten kannst. Genau, und dann brauchen wir noch den passenden Hänger dazu, der das Ganze dann eben abtransportiert. Ist die Baumwolle schon fertig? Ja, die Baumwolle ist fertig. Die Sonnenblumen sind erntereif und... Genau. Raps ist noch im Wachstum. Ich muss noch mal gucken. Ich meine, die Sonnenblumen waren auch ganz normal erntbar über einen ganz normalen Mähdrescher, glaube ich, ne? So, dann fahre ich einfach mit der Erntemaschine schon mal los. Ja. So, Sonnenblumen. Aber es ist cool, dass wir jetzt alles in Rot haben hier. Ist ja richtig Einheitsfarbe. Wolle und Sonnenblumen können wir ernten. Genau. So, ist das ein Anhänger? Das ist ein Schlachtschiff. Ist ein Anhänger hier. Schlachtschiff fahren, yippie. Weh, mir kommt einer entgegen. Der geht auch. Stimmt. Der geht auch. Ja, dann können wir den doch erstmal mieten. Machst du das mit Mähdrescher und nicht mit. Ich bin gerade am Überlegen. Also bei den Mähdreschern steht. Baumwolle ist eigene Baumwolltechnik. Da gibt es auch nur ein Gerät, das das machen kann. So habe ich es zumindest jetzt mich schlau gemacht. Über YouTube im Vorfeld, weil ich da mich für interessiert habe. Und ich bin gerade noch bei den Mähdreschern, um zu sehen, wie wir die Sonnenblumen abernten. Und da habe ich jetzt auch Mähdrescher gerade gefunden und ich glaube, dann müssen wir noch Schneidwerk irgendwie haben. Ja. Naja, dann gut, da brauchst du Mähdrescher. Schneidwerke. Schneidwerk kannst du austauschen, aber ich dachte, das geht auch mit so einer Hängevorrichtung für einen Trecker. Warte mal. Hängevorrichtung für den Trecker. Man muss da immer sich ganz genau die einzelnen Symbole angucken. Wir haben uns da gestern auch teilweise verguckt und dachten, das muss doch gehen. Und dann war es das aber was anderes. Ja, genau. Ich habe so eine Liste aus dem Internet ausgedruckt, wo die ganzen Symbole draufstehen, was es ist. Ich habe hier was gefunden. Das können wir für... Warte mal, zurück. Was ist denn das für ein Zeichen? Das kenne ich nicht. Aber das andere ist Sonnenblume. So, pass auf, dann nehmen wir das in der Hoffnung. Ja, erstmal nur mieten. So, und dann brauchen wir noch einen zweiten Mähdrescher.
wir haben's, Stefan, wir haben es gestern so gemacht, wir haben so Sachen wie ein Grubber oder Saatmaschine und sowas, die haben wir gekauft. Ja, macht Sinn. Und alles das, was wir nur fürs Ernten gebraucht haben, haben wir nur gemietet. So. Es sei denn, du baust immer dasselbe an, dann kommt es halt immer drauf an. Ne? Okay, Leute, ich habe jetzt, wir haben jetzt hier einen guten Fuhrpark gerade auf dem Acker stehen. Damit könnte man erstmal. Brauchst du im Prinzip auch erstmal nur einen nehmen und dann halt die unterschiedlichen Schneidwerke. Weil ja, der eine, der ist nur für Baumwolle, der jetzt gerade unterwegs ist. Hat Sally hat sich den einen schon geschnappt? Ja, die ist schon unterwegs. Sehr gut. Ich bin jetzt gerade am gucken, wie sehr ich hier zum Händler hinkomme. Du gehst auf die Karte? Ja, bin ich doch. Klickst auf den Shop? Achso, hat schon geklappt. Nee, doch. Klickst auf den Shop und dann kannst du mit Space kannst du auf dahin teleportieren. Ich kann aber auf den Shop klicken und es passiert nichts. Wenn du auf den Shop mit der Maus auf den Shop klicken. Ich kann aber auch direkt in das Fahrzeug einsteigen. Das geht auch. Ja, du kannst mit Tab-Taste kannst du rüberkommen. Genau. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Also. Willst du mit dem zweiten Mähdrescher hier gleich los und dann da die Sonnenblumen wegholen? Achso, du hast aber kein Schneidwerkzeug da. Doch, oder das was? Ist hier neben. Das hier ist das Schneidwerkzeug für den Mähdrescher. Steht ja, Moment. Einmal den großen, genau. Und dann holst du dir das Ding hier weg. Ich hab aber. Ja, da muss ich aber auf die andere Seite. Ah, ja. Okay. So. Und dann fahre ich mal in der Zwischenzeit. Ja, ich fahre jetzt mit dem Ding hier los. Ich glaube, die Musik, der Sound ist ein bisschen laut, Leute, oder? Kann das sein? Warte mal. Ich kann es dir nicht sagen. Ich muss mal gucken, ob der Sound eventuell ein bisschen laut ist. Den müsste ich mal ein bisschen runterdrehen. Gesamtlautstärke. Oh, 50%. Nicht, dass einem hier die Ohren abfliegen. Ist das so besser? 30. So. Mehr. Ja. Passt. Ja, besser. Sehr gut. Alles klar. Dann ist ja gut. So, dann ziehen wir nämlich jetzt los. Wo ist hier der? Ups. So. Kommt der zweite gleich hinterher geschossen. Sehr schön. Dann fahren wir mal zu unserer Farm. Sitzt an der frischen Luft. Mit 37 Sachen gleich über eine 25er Straße. Das ist ja auch in Ordnung. Alles wie immer. Alles wie immer. Und auch beide Straßenseiten nehmen, weil man hat ja die Verkehrssteuer hier, die Kfz-Steuer eh bezahlt im vollen Betrag. Ne? Kannst auch beide Seiten der Straße nehmen. Bisschen wie besoffen hier. Na, schauen wir mal. Brumm, brumm, brumm. Die Erntemaschine hier, ups, gefällt mir insgesamt schon mal ganz gut. Die hat nicht nur zwei Felderchen, sondern die hat ein bisschen mehr Felderchen, die sie erntet. Ja. Ich glaube, da kann ich 4 oder 5 Felder mit ernten. Na, kommst du mit dem Ding nicht so ganz so schnell voran, ne? Der fährt nicht so schnell, oder? Was, der Mähdrescher? Ne, der macht bei 22 macht der Feierabend. Ah, okay, deswegen. So, naja, wollen wir mal gucken hier. Dieser Hund. Also es geht ja erstmal darum, die drei bestehenden Felder erstmal abzuernten, dass wir da Platz haben. Und dann können wir uns ja überlegen, was wir anbauen und wie wir anbauen und sowas. Aber erstmal müssen wir ein bisschen aufräumen hier. Ach, da ist ja das Silo. Sehr schön. Marcelli ist auch schon fleißig. Gut. Okay, dann haben wir hier schon mal einen Tracker. Ist ein Cracker? Ein Tracker. Tracker, 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 Tracker. Ach, ein Tracker. Ich dachte, ein Cracker. Cracker. Old MacDonald has a farm. Ja. Genau. Jawohl. Aber wir haben aber noch nicht aufgehört. Riley 09, grüße dich. Vielen lieben Dank, dass du dabei bist. So. Wir müssen mal schauen, we just started a new session in this game, it's new for us, so we have to try to have a first look in the game itself and maybe later
maybe another time, but let's try and it's if it's good, we will continue this session and we'll have a few other sessions with this wonderful and good looking game. So keep trying. Okay, ich muss jetzt mal zurück. Ich muss jetzt noch mal schauen, wo ich hier noch mal den Jump zurück zum Shop. So. Was haben wir denn noch da? Ach ja, hier haben wir noch den Ball links. Das heißt, ich komme jetzt hier mit dem zweiten Trecker nochmal an. Du machst Baumwolle, okay. Mhm. Zack. Ja, zumindest ernte ich die hier gerade weg. Ja, ich komme jetzt hier auch gleich mit dem Anhänger an. Dann können wir die auch gleich aufladen und wegbringen. Also ich könnte jetzt hier noch bestimmt 20 Felder ernten. Also der erntet nicht so viel, wie er einlagern kann. Das ist krass. Okay. Ich glaube, du kannst auch vom Mähdrescher direkt ins Silo kippen. Echt? Okay. Okay. Ich hab das, glaube ich, bei meinem Spielstand mal ausprobiert. Das hat funktioniert. So. Fahren wir erstmal da die Sachen hin und dann gucken wir mal gleich, was wir im Anschluss machen können. Du kannst es ja mal ausprobieren, ob du die Sachen direkt ins Silo einlagern kannst. Also er sagt mir jetzt zum Beispiel unterwegs auch, ich kann unfertige Ballen abladen. Ah, okay. Ob das die beste Idee ist, die man machen kann, weiß ich nicht, aber... Okay, die brauche ich nicht aufmachen. Sofern ich den auf den Hänger laden kann, dann könnte ich den theoretisch auch wegbringen, weil wir brauchen ja erstmal wieder ein bisschen Geld. Ich meine, es ist zwar mit 518 noch ganz gut. Können ja dann überlegen, sowieso ja was wir anbauen. So. Das Feld, was hier so am Hang ist. Ja. Das hintere? Ja, bin wieder schief gefahren. Hat das mit dem Abladen geklappt, Silly? Ich kann mich jetzt mal draufstellen, aber ich kann nichts abladen, also ich muss die wohl woanders hinpacken. Nee, ich glaube, du musst das Rohr ausfahren und dann... Du kannst hier nichts ausfahren. Ich kann Erntemaschine anschalten, Helfer einstellen, Erntemaschine senken, unfertige Ballen abladen, Tempomat-Level, Tempomat aktivieren, Kamerawahl. Okay, dann fahr mal irgendwo hin, wo ich das mal versuchen kann einzuladen. Vielleicht klappt das ja. Weil diese Erntemaschine, die du da hast, ist relativ teuer. Das heißt, die sollten wir möglichst schnell dann auch wieder loswerden. Ah ja, da ist ja was. Gucke mal an. Dafür, dass unfertig ist, sieht das aber ganz schön nach einem guten Klotz aus hier. Sieht aus wie ein riesiger Marshmallow-Bike. Ja, ja. Eine Marshmallow-Bar. Okay. Alles klar. So, dann kann ich den ja wieder nach Hause fahren, ne? Ja, genau. Das heißt, brauchst du den nicht einfach nur im Shop zurückgeben? Also ich weiß gar nicht, ob du den wieder hinfahren musst. Übers Menü, ja, ne? Einfach zurückgeben oder so? Ja, ja. Ja, im Menü habe ich es noch nicht gefunden. Nein, du jumpst jetzt in den Shop einfach? Ja, ich sage nur, aber also so direkt zurückhüpfen, also im Menü kann man es nicht machen. Also ich muss dann wirklich immer in den Shop springen. So, warte mal, wie war denn das jetzt? Gab es hier nicht irgendeine Taste, mit der man das Ding jetzt bedienen konnte? Arbeitsstellung guten. Absenken, entladen, laden, auffüllen, heben, senken. Was haben wir denn hier zur Auswahl? Abkoppeln, Arbeitsstellung B. Ah. Ah, gucke mal an hier. Langsam. Gucke mal an hier. So geht das. Aha, sehr schön. Pass auf, dann bringe ich doch den Kollegen hier gleich mal weg. Dann können wir nämlich auch, halt, ich muss den wieder B wieder auf normal bringen. So. Dann gucken wir doch gleich mal nach, wo wir das Zeug hier loswerden. Okay. Was brauchen wir denn hier für das Baumwollfeld? Wird das auch nur platt gemacht oder? Ja, das kannst du jetzt, glaube ich. Umgraben, ne? Ja, müsste auf dem Feld selber draufstehen.
Hier steht jetzt nur abgeerntet, benötigt Kalk. Ah ja, ja, okay. Dann musst du dir jetzt so ein... Soll ich uns wieder so ein grober Seemaschinen-Dingsbums ja, zusammen wenn du da sowas, Teil holen? Das war wenn doch du da sowas schlecht, findest, dann wäre das ganz wunderbar. Dann können wir das auf dem Wege machen. Du hast doch extra so ein Teil, was du dir hinten auf dem Trecker machen kannst, wo du dann mit Kalken kannst. Ist das Baumwolle hier? Spinnerei, Baumwolle. Ich glaube, das ist das Zeichen dafür. Sieht jedenfalls nach Wolle aus. Also Spinnerei, einziger Ort. Die Spinnerei war doch ganz in der Nähe, ne? Liegt ja eh auf dem Weg. Der kommt den Berg nicht hoch hier. Himmel, Herrgott. What? Ja. Aber bist du da ganz ordentlich dabei da hinten? Ja, aber ich habe immer ein Problem, wenn eine leichte Steigung anliegt. Musst du Schwung holen. Du kannst ja mal zum Schieben kommen. Wow, an dem Marshmallow könnte man aber lange futtern. Doch, hast du vollkommen recht. Vor allem, ich mache mir mehr Sorgen, wenn ich den anzünde. So karamellisiert. Was der für ein Feuer geben würde. Das ist aber ein Haufen Wattestäbchen, was ihr da fahrt. Oropax, nicht hier, Dings, na, wie heißen sie hier? Ohrstäbchen. Ja, genau. Q-Tips. Ja, genau, ich kann mich drauf. Für die großen Trolle. So, dann hole ich uns mal eine grubber Saatmaschinen-Mix-Dingsbums. Ja. Aber eine, mit der auch Weizen geht. Nicht so wie letztes Mal, wo wir nur diese komischen Sachen machen konnten. Der fährt nicht weiter, der bleibt hier einfach stehen. So, jetzt laden wir das Ding hier mal wieder ab. Da. B. Jawohl. Aber stimmt, das geht nur mit bestimmten. Entladen. Entladen. Macht er so nicht? So macht er das. So, mal gucken. Jawohl! Okay, dann hole ich uns einen Grubber und zusätzlich wir so einen haben, Saatdienst. Wir haben uns 6400 Tacken verdient. Jawohl! So, hast du das andere Gerät verkauft wieder? Oder zurückgegeben? Ja. Okay, ja. Kannst du mit auch dem einen. Anderen auch gleich machen, wenn du willst. Welcher andere? Diesen Anhänger, den wir da haben. Der oder? Von Finz oder was das ist? Dieser Bison? Warte mal, ich koppel mal ab und gucke mir den mal genau an. Vier Module. Lizard. Lizard Modul 4. Den Ballentransporter, ja? Ja, genau. Den brauchen wir ja nicht mehr, weil wir ja jetzt keine Baumwolle erstmal haben. Kann ich verkaufen. Den kannst du wieder, ja, zumindest zurückgeben. Der ist ja nur gemietet also gewesen. Ja. Genau. Okay, jawohl, wunderbar. Okay. Gibt's irgendwas, so. Was ich jetzt auf dem Weg gleich... Ich bin in der Nähe von Shop. Soll ich irgendwas transportieren? Ja, wir müssen ja jetzt mal so uns auf einen Grubber einigen. Ja. Weil wir müssen... Also beziehungsweise, was heißt einigen? Es gibt nicht... wir können die großen gleich holen. Ja. Wir können aber auch erst einen kleineren holen. Weil diese Kombi-Dinger, die sind echt nur begrenzt in ihrer Möglichkeit, was zusätzlich... einzusehen. Das heißt, wir müssen so oder so getrennt kaufen. Ja, ist doch kein Ding. Der eine kostet 16.000. Da brauchen wir ein 120 PS Wägelchen und der andere, ja, wobei, den können wir eh nicht nutzen, weil 300 PS haben wir noch nicht. Nee, das sind dann die großen Traktoren. Dann kaufen wir den. Ich muss sparsam sein, weil ich komme mit meinem hier schon nicht einen Berg hoch. Ja, aber wir müssen dann nochmal einen neuen holen. Also es ist ja nicht das Ding. Genau. Oh, wobei du natürlich einen Mähdrescher hast. Ne? Ein Mähdrescher ist natürlich eine andere Nummer nochmal. Ja, wenn ich das Arbeitsgerät oben habe, geht's. Aber wenn ich das Arbeitsgerät unten habe, komme ich nie mehr hoch. Ja, ich glaube, du sollst deswegen auch, wenn du wendest, das Arbeitsgerät anheben bzw. abschalten. Ja, ich muss aber über den Hügel ins Feld reinfahren und das ist ein bisschen schwierig. Ja, ich krieg's mich hier gerade. Irgendwas ist immer. So, ich habe das eine mir schon mal mitgenommen. Ich bring das mal rüber. So, dann wollen wir mal gucken. Also mit dem Kollegen, den ich hier jetzt habe, damit können wir praktisch den Acker umgraben, sodass wir erstmal den alten Murks weg haben, der da ist, und das Feld sozusagen wieder im Ausgangszustand haben, um es dann eben für neues Saatgut dann eben nutzen zu können, was wir aussehen können.
Was ich noch nicht herausgefunden habe, ob es tatsächlich Sinn macht, vorher zu düngen oder erst nachdem das Saatgut drauf liegt. Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, du musst vorher düngen, bevor du aussehst. Ja? Kannst aber, ich glaube, nach dem Aussehen auch nochmal düngen. Also das kann man... Das kannst du beides machen. Okay. Also ich glaube, man kann... Also zweimal sollte man düngen. Ich glaube, das Feld hat immer nur 50% gedüngten Zustand, wenn man einmal rübergegangen ist. Ne? Ja. So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob ich das jetzt hier direkt ins Silo reinziehe. Das wäre doch auch viel zu langweilig, wenn alles glatt laufen würde. Du hast völlig recht. Genau so sieht aus. Ne? So, sehe ich das denn jetzt richtig, dass ich hier vorne das Feld mit der Baumwolle, das kann ich umgraben, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Das hintere jetzt auch, das ist auch fertig. Das hintere auch? Okay, dann mache ich die beiden doch jetzt hier gleich mal, dass ich die Plan schiebe. Es sei denn, das vordere, muss man das hier erst umgraben oder, also mit dem Flug rübergehen oder kann man das auch so? Ne, steht nicht da. Müssen wir mal ausprobieren, wie das ist. Das probieren wir mal aus. So, also ich kann hier direkt vom Mähdrescher ins Silo ausladen, das geht. Ja, okay, das ist schon mal gut. Ja, weil du klappst das Rohr aus und fährst dann über diesen Schacht rüber. Ja, das ist praktisch. Falls du das jetzt sehen kannst, was das ich hier ist tue. Ah ja, doch, ja, kann ich sehen. Fein, brav. Herzlichst. So, was muss ich noch irgendwas uns organisieren an Gerätschaften, an also ich Wagen, bin jetzt, an Hängern? Also ich bin jetzt gerade dabei, die Felder zu grubbern und ja, dann geht es im Grunde genommen, wir brauchen Dünger, wir brauchen eventuell Kalk, weiß ich nicht, musste bei einem der anderen Felder gekalkt werden? Ich glaube noch nicht, ne? Und ich glaube, das eine, wo die Baumwolle drauf war. Hier bin ich gerade bei und da stand das nicht. Nicht? Nee, da stand es jetzt gerade nicht. Ich musste aussteigen und gucken, dann steht es da. Ja, ich war doch eben hier. So. Ich weiß gehört es nicht. Ich uns nicht Baumwolle, Wachstum abgeerntet, gedüngt. Ah ja, benötigt Kalk, steht doch unten unter. Alles klar. Also wir brauchen eine Düngemaschine, dann können wir ja da erst Kalk draufhauen und dann anschließend den Dünger draufhauen. Ne? Das Mähgerät hast du gekauft und den Schneidwerkzeug ist gemietet oder was? Von was? Von dem, was wir jetzt hier haben? Ja, was ich hier gerade fahre. Achso, der ist gemietet, ja. Der ist gemietet. Ja, dann könnte der jetzt weg. Genau, okay. So, das Mähding kann ich gleich wegbringen, ja? Alles klar. Ja, aber ich steig mal vorher aus. Meinst du, ich kann nicht mitverkaufen? Ja, wer weiß. Nachher bin ich mit weg. So. Ja, ach, ich kaufe das jetzt mal so. Stefan, weißt du, ob das einen Unterschied macht, ob man das Ding mit einem Abbau, mit einer Abdeckung kauft oder nicht? Wenn man jetzt so ein Dünge-Dings holt? Düngewagen? Ja, ich weiß, was du meinst. Nee, ich kenne das mit den Abdeckungen eigentlich nur bei den Anhängern, aber ich. Am geernteten, ne? Ja, ich habe noch nicht festgestellt, ob es hier regnet, ob das dann nass ist. Ja, ich meine, es gibt Regen. Das habe ich schon mal irgendwie im Stream gesehen bei jemandem. Okay. Könnte also sein, dass das damit zu tun hat. Ich habe auf meiner Singleplayer-Farm habe ich auch so eine Unterstand, so eine Halle, wo ich dann immer die Geräte auch abstelle, wenn ich sie nicht brauche. Ne? Also ja. Ich bin am Überlegen, ob ich sowas auch gleich nochmal mitkaufe, wenn ich schon mal dabei bin. Ich bin gerade so im Kaufrausch. Ja, dann mach doch. Dann kaufe ich uns so eine Halle. Halbe Million hast du noch fast zum Verballern. Wir haben ja auch noch kein Haus. Genau, Haus haben wir auch noch nicht. Haus brauchen wir zum Überbrücken der Nacht zum Beispiel. Farmhaus. Dann kann man sozusagen die Nachtphasen überspringen. Das ist einfach immer so witzig, dass du dir hier einen Kercher kaufen kannst. Ja, dann kannst du dann deine Fahrzeuge mit sauber machen, weil die auch dreckig werden. Irgendwann. Ja, aber ich finde das einfach so witzig, dass sie hier Kercher haben, ey. Also, wir haben
2926 Liter Sonnenblumen eingelagert. Und der Preis ist momentan nicht, der ist eher am Fallen. Echt? Okay. Ja. Hast du so eine Übersicht, wie das mit den Preisen aussieht? Was, wie viel wert ist ungefähr? Wenn du ins Menü gehst, also in die Übersicht, wo die Map und alles ist, da gibt es das zweite Feld neben dem Globus. Ja, das ist das Verkaufs... Das weiß ich. Nein, ich meine, hast du eine Ahnung, wie viel so man für Sonnenblumen normalerweise... Nein. Was also ein guter Preis ist und was nicht? Nein. So lange spiele ich noch nicht. Okay. Kommt ja auch drauf an, was du für ein Wirtschaftssystem eingestellt hast. Du kannst ja von easy bis super schwer und ich meine, gut, bei der Ranch würdest du jetzt für die Sonnenblumen schon 1600 kriegen. Ob das jetzt viel ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja, okay. Ja, im Vergleich zu anderen Sachen. Ja, gut, nee, eigentlich wollte ich dieses komische Fahrzeug jetzt loswerden, aber... Das machst du halt im Shop? Also du jumpst wieder in den Shop rein? Ich hab's befürchtet, ja. Und da kannst du da... Frag Sally. Sally macht Einkauf, Verkauf. Ich kann nicht in den Shop. Ich weiß nicht warum. Ich komme da nicht hin. Hat sie dir das noch nicht eingegeben? Vielleicht die Freigabe dafür? Ich kann zur Tankstelle. Ich kann zur Tankstelle. Ich kann überall an jeden Ort. Aber ich habe kein Icon für den Shop. Deswegen kann ich den auch nicht anwählen. Warte mal. Kann das sein, dass du oben, also du bist in dieser Übersicht, wo die Karte ist, ne? Sie. Okay, ja. Dann ganz rechts oben sind Filter. Und das letzte Äußere, das Häuschen, das ist vielleicht bei dir weiß. Mach das mal, dass das orange ist. Ja, du hast recht. Aha. John weiß ja auch was. Ich tu nur so. Ich habe meine Soufflösen im Ohr und die sagen mir dann alle rechtzeitig, hier, wenn du strahlen willst, dann sag mal das und das. Was? Vom Verkaufen her, von den gemieteten Sachen. Ja. Stefan, die Erntemaschine und das Schneidwerk, kann beides weg? Das kommt beides weg, weil das war ja jetzt nur für die Sonnenblumen. Und wenn du nicht wieder Sonnenblumen kein viel Geld zu bringen, wenn ich das so sehe. Ja, die scheinen gut zu sein. Ich wollte nur wissen, nicht, dass ich jetzt irgendwem was wegverkaufe. Nee, aber da es gemietet ist, das Gemietete kann sowieso dann weg, denke ich. Ne? Also es geht ja nur erstmal darum. Mähdrescher und das Schneidwerkzeug. Genau, es geht ja nur erstmal darum. Alle gemieteten Sachen weg. Die Sachen, die aber wir soll ich uns noch einen dritten Trecker holen, einen leistungsfähigen? Ja, wäre vielleicht sinnvoll, aber bitte mit dieser Schmalbereifung. Wir haben einen jetzt mit einer Breitbereifung, das hilft uns ja nicht. Dann machen wir uns die ganze Ernte kaputt, wenn wir damit drüber fahren. Oder das ist halt einer, der für Transport mit Anhängern arbeitet oder so. Was bist du sicher, John, dass du einen mit Schmalbereifung haben? Die werden mir hier beide mit Breitreifen angezeigt. Nee, ich habe hier einen mit Schmalbereifung. Okay. Extra mit diesem Pflegebereifung. Ja, weil das wurde mir hier nicht angezeigt, deswegen. Pflanzenpflege. Habt ihr denn hier noch jetzt am Shop stehen? Was ist das? I don't know. Also wie gesagt, ich bin gerade ein bisschen am Einkaufen. Da stehen zwei Hänger. Also wir brauchen was zum Düngen. Wir brauchen... Einfach mit GPS setzen gerne. Ich weiß nicht, was das Ding eben hat, aber es war auf jeden Fall zu wenig. Das weiß ich leider auch nicht. Also die... Das ist hier so ein Düngeteil, ne? Dann musst du ja auch noch Düngesäcke kaufen. Genau. Dünger und Kalk. Für das Feld, was ich hier unten jetzt gerade mache, das braucht Kalk. Und das kannst du beides in den... Reichen dir 214 PS? Oder brauchst du 255? Ich hab... Ja, wird schon gehen. Muss mal auf den Preis gucken, wir müssen ja nicht gleich so viel. Dann kaufe ich dir den 214 PS. Ja. Wehe, du meckerst. Ich bin das in meinem Berufsleben gewohnt, dass man mir das gibt, was andere nicht mehr wollten. So, da hast du jetzt einen mit... Darf ich vorstellen, das ist dein neuer Trecker, der hat Pflegebereifung, damit du nicht alles kaputt fährst mit deinen unglaublichen 214 PS. Der pflegt mich noch, wenn er mich überfährt. Ja. Man kann auch draufspringen und von hier oben die Aussicht bewundern. Stefan hat bestimmt selbst eine Schreibmaschine, die 200 PS hat oder so. Die Anschläge möchte ich gerne mal sehen aus sicherer Entfernung. Mhm.
nehme ich mir jetzt. Papierhörnchen, wir hatten am Anfang 1,25 Millionen. Also die erste Million hatte ich schon, bevor ich überhaupt angefangen habe mit dem Spiel. Ja, aber ich glaube, das ist ja jetzt so ein Düngeranhänger, der da steht, ne? Ja. Ja, dann musst du dafür aber, dann musst du dafür auch noch den Dünger kaufen, damit wir den voll machen können. Ja, aber so weit war ich doch noch nicht. Ich musste doch erst deinen Trecker kaufen. Ja. Ich häng das Ding dann gerade so ein bisschen. Voll. Ja. So. Ah ja, jetzt also hat er sich Dünger wieder. Wollte da haben. Mineraldünger. Ja, später können wir dann noch andere Sachen benutzen und so. Vielleicht machen wir ja einen Biohof auf. Reicht dir ein Kanister oder brauchst du zwei? Guck mal nach, was in den Dings reinpasst. Wollte ich gerade sagen. Ich muss gerade mal gucken, wie viel hier reinpasst. Genau, du kannst, glaube ich, aber die Sachen auch wieder ausladen im Zweifelsfall. Weil du kannst den Düngerkasten als auch für Kalk nutzen. Also das waren jetzt 11%. Ja, ich sehe gerade, das sind 9, der hat 9000 Liter Fassungsvermögen. Boah. Ja, und ich glaube, es gibt auch größere, ne? Du kriegst nicht nur die Tausender, du kriegst, glaube ich, auch, warte mal. Ich kann einen Tank holen, da sind wir dann bei 2000 Litern. Aber das ist Flüssigtank, da brauchst du eine Feldspritze für. Ach so, nee, aber ich meine... Aber ist das nicht der Dünger, ist der nicht über so eine Spritze? Wird der nicht so verteilt? Nee, okay. Ich habe hier so eine komische... Ich finde das witzig, dass man... Ich meine, nein, also man kann es nicht machen, aber dass es angerechnet wird, dass du den Dünger kaufst. Das kannst du halt nur anklicken. Aber es wird trotzdem berechnet, die Leasingkosten für den Dünger, auch wenn du den nicht leasen kannst. Finde ich ein bisschen drollig. Okay. Ich weiß nur, wenn du jetzt was mietest zum Beispiel, so eine Düngemaschine mietest und du füllst den mit Dünger auf und gibst die Maschine zurück, dann ist der Dünger weg. Ja. So, ja. Ich habe jetzt noch einen zweiten Sack Dünger gekauft. Ja, ist schon leer. Sehr schön. Und Kalk. Und Kalk. Kalk. Denkt an Kalk. Ja, aber mischen kann man nicht. Dann nee, passen, aber nicht in die... Ja, nochmal ankommen hier. Achso, wolltest du erst kalken und dann düngen, oder was? Eigentlich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Ja, wir haben ja mehrere Felder. Du kannst ja wieder ausladen zur Not. Ist das nicht egal, ob man erst kalkt und das dann weiß düngt, ich, oder das weiß ich nicht. Du kannst es ja beides mal ausprobieren. Wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das eine Feld jedenfalls fertig. Da könnt ihr drauf... Das habe ich gemacht. Das andere, das fange ich jetzt mal mit an. Ich weiß nicht, wie viel. So, dann kaufe ich noch zweimal Kalk. Da steht hier der Zustand. Was haben wir denn? Also das andere braucht auch Kalk. Sonnenblume ist abgeerntet. Ich kann Kalk hinter mich stellen. Stefan, ich sehe dich doppelt. So. Hat Madame natürlich wieder einen Tran, ne? Ohne Witz, er steht hier. Der arbeitet halt für zwei. Der arbeitet für zwei. Ja. Genau. Nee, auf der einen Stelle, da tanzt dann nur so ein bisschen Moonwalk-mäßig auf der Stelle. Hallo. Ja, keine Ahnung. Ich fahre jetzt mal mit dem Dünger da zum Feld. Stefan, du bist mir unheimlich. Du bist doppelt. Du bist viele. Warum bist du so viele? Ja, soll ich mit dem Hänger mal losfahren und den Kalk holen? Kannst du machen, wenn du willst. Dann haben wir das zur Überbrückung. Du brauchst aber auch ein Gerät für, um das auszubringen, ne? Ja, das ist, ja, vor allem... Ja, das Düngeding, das habe ich extra so gekauft, dass man damit auch kalken kann. Ach so, das kann beides in einem, das Gerät. Ja. Okay. Ja, dann stelle ich den erstmal irgendwo ab. Nee, wieso? Du kannst doch erstmal düngen. Ich habe etwas teureren genommen, damit wir da gleich so ein Two-in-One-Ding haben. Du kannst doch erstmal mit dem Ding düngen und anschließend, wenn du mit beiden Feldern durch bist, dann gehst du auf beide nochmal mit dem Kalk drüber. Ich habe meine Bedenken, dass 2000 Liter für beide Felder reichen, aber... Düngen geht. Wir probieren es aus. Düngen verbraucht nicht ganz so viel. Kalk wird richtig weggesoffen von den Feldern. Irgendwie habe ich hier aber jetzt ganz schönes Ruckeln. Ja, ich habe eben gerade auch so ein bisschen hier. Jetzt geht's wieder. Kann das sein, dass das, wenn das ein Speicherzustand ist, vielleicht gerade? Weil mir gerade jemand entgegenkam, vielleicht.
Hast du Angst gekriegt? Ja, fürchterlich. Es war alles an Zittern. Aber ich war doch auf meiner Spur. Brauchst du keine Angst vor mir zu haben. Ja, außerdem hast du doch gesagt, man kann den anderen nicht überfahren, oder wie war das? Genau. Was nicht heißt, dass man nicht gegeneinander gegenbrettern kann. Ach ja. So, hier so, halt, vernünftig ausrichten wieder. So. Senken und Gas geben. Ach, wer kommt denn da entgegen? Na, wer bringt denn da was Schönes? Das ist der liebe Stefan. Die Düngerfee. Seine andere Hälfte steht hier noch. Stefan McDüm. Ja, muss ich wieder gucken, wie der. Zu viel Schwung. Zu viel Schwung. Ah, da hin. So. Jawohl. Hier ein bisschen zurück. So, müsste das klappen. Absenken das Ding und auf geht's wieder. Cool, zweimal rüberfahren und das Feld ist gedüngt. Ja, ich glaube, das Düngerding ist relativ ergiebig, ne? Von der Reichweite her. Sehr, wollte ich gerade sagen, hat auch eine ziemliche Reichweite, das Ding. Hat mich jetzt etwas verblüfft. Jetzt haben wir schon bald überdüngt hier, aber naja. Boah, die 4000 Kalkdinger haben gerade so auf den Hänger gepasst. Hui, ist das so viel? Yep. Ja, ich habe 2 geholt. So. Bei Kalk verbraucht das Ding gewaltig viel. Ah. Du weißt doch, ich glaube Feld 25 oder so, hatte ich doch gekalkt und der hat doch einmal angemacht. Ach so, wo das so knapp war, ne? Ja, deswegen habe ich gleich mal 2 geholt. Doch, du hast ja recht. So, ne? Wird ja so langsam. Also, ein Feld haben wir schon mal komplett abgeerntet. Das waren eben gerade die Baumwolle war das gewesen. Ne? Dann zum anderen die Sonnenblumen, die haben wir auch abgeerntet. Die sind jetzt noch gerade im Silo, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Ja. Bis wir einen besseren Preis haben. Und das dritte, das ist jetzt glaube ich noch der Raps. Der ist als nächstes fertig, sobald er reif ist. Müssen wir dann mal gucken, wo wir den Raps loswerden. So, jetzt haben wir hier auch den Bogen. Zack, sehr schön. Heben. Da kommt die Sally mit dem Kalk. Ich bin jetzt gerade hier an der Halle. Oh, ich sehe das schon. Oh, ich jetzt wieder mit meinem Rückwärts-Einpark-Talent. In der Halle? Welche Halle? Ach, da unten ist eine Halle. Wir haben ja eine Halle. Wir haben mittlerweile eine Halle. Jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir eine Halle haben inzwischen. Nicht genug Platz zum Abladen verfügbar? Warum das denn? Nicht genug Platz zum Abladen. Woher? Wo kann ich den denn abladen? Also sagt mir, ich kann hier nicht abladen. Okay. Dann muss ich das mal hier draußen versuchen, oder was? Wissenschaft, die begeistert. Ich habe bisher noch nicht hingekriegt, eine gerade Spur hier zu fahren. Jedes Mal habe ich irgendwie so einen Versatz. Das ist auch sehr, sehr schwierig ohne GPS. Aber GPS ist teuer. Okay. Naja, gut. Aber es sind also ja noch kleine Fehler. Ich kann hier in der Halle nicht abladen. Also weiß ich nicht. Muss man mal draußen versuchen hier. Ist das vielleicht nur für Fahrzeuge, die Halle? Weiß ich nicht. Ich werde jetzt mal irgendwo hier draußen versuchen, was abzuladen. Ich kann den Hänger hier abstellen.
Ja, aber ich kann den Dünger, ich muss ja den Dünger raus haben, um dann den Kalk da reinzukriegen. Ja gut, das kann sein, dass du das nur draußen machen musst, dass du keine Geräte da, dass du nur die Geräte abstellen kannst. Deswegen bin ich jetzt am gucken, wo ich jetzt den Dünger hinstelle. Ich würde jetzt mal... Ach, der Hof ist groß. Hauptsache, wir haben ein Schrottauto hier rumstehen. Ja, ja, die ist gewuselt da. Das so, ist für Mirko dann. Noch? Müssen wir noch irgendwas? Muss ich noch irgendwas kaufen gehen? Ja, muss wir, ich noch irgendwas abholen? Ja, es geht zum einen das Aussehen. Je nachdem, was wir. Wir können ja überlegen, was wir jetzt als nächstes erstmal, wenn die Felder fertig sind, was wir da drauf packen wollen. Ich habe jetzt hier irgendwie zwei Säcke Dünger rumstehen. Lasst uns mal eben gerade gucken, was denn zurzeit relativ ergiebig ist. An Preis. Was man da machen könnte und was in den Möglichkeiten besteht. Hafer ist zurzeit, glaube ich, ein bisschen... Was ist denn das? Nee, Gerste ist, glaube ich, das mit diesen Spitzen da oben drauf. Gerste ist ein bisschen preislich besser als Weizen zurzeit. Gerste ist besser, ist aber, glaube ich, nicht ganz so ergiebig im Ertrag. Sonnenblumen scheinen ja gut Geld zu bringen. Sonnenblumen bringen gut Geld. Baumwolle ist aber auch gut vom Preis, wobei Baumwolle natürlich teurer ist vom Ernten her. Wir können ja Sonnenblumen ausprobieren. Ja. Wir können ja mal Sonnenblumen ausprobieren, wenn ihr wollt. Ich glaube, Saatgut ist ja universell, ne? Das ist ja ein Saatgut für alles. Ihr müsst nur beim Aussehen vorher darauf achten, welches Saatgut ihr ausstreut. Und der entsprechende, die Sämaschine muss auch das Saatgut unterstützen. Aber Saatgut brauchen wir eh. Ja, ja. Wobei es kann sein, dass Sonnenblumen ein eigenes Saatgut sind. Das andere ist normales Getreidesaatgut und Sonnenblumen kann sein, dass das was Spezielles ist. Den ich noch aufladen, was soll denn das? Das da müsste in der Walachei stehen. Na, findest du keinen Parkplatz? Nee, ich möchte den Dünger hier da jetzt nicht. Das ist fast schon wieder kreuz und quer hier. Wir haben zwei Felder, die Kalk brauchen und ungedüngt sind und der Raps ist 50% gedüngt. Okay, ja, es kann sein, dass der Raps anschließend auch Kalk braucht oder so. Ja, also momentan halt. Ne? Ja, ja, ja. Geht, wie sind wir eigentlich noch nicht? Ja, wir müssen ja eben eingrooven hier. Erstmal. Aber der Raps ist bei 50% Wachstum oder was? Nee, gedüngt. Oh. Ach so. Und ist der schon erntereif? Nein, ne? Geh noch mal gucken. Oh, da läuft sie. Nee, das ist noch ein Wachstum. Da läuft sie. Oh, naja, ja, gut. Mal gucken, was Stefan da so treibt. Ich habe jetzt gerade den Kalk. Quatsch, den. Da komm schon. Ja, da steht Dünger. Das kannst du jetzt nur nicht sehen, weil der steht da im Gras versteckt. Jetzt muss ich. Also wenn wir nachher Dünger suchen, der ist im Gras. Gut zu wissen. Mal hier den Kalk.
So. Ja, dann könnte ich mich ja fast. Warte mal, haben wir jetzt eine Saatmaschine? Hatten wir jetzt eine gekauft oder nicht? Das weiß ich nicht. Meine. Also, ich habe jetzt keinen Überblick. Eine Saatmaschine hat man noch nicht, ne? Nee, ich glaube auch noch nicht. Du hattest darüber geredet, weil es gab ja diese Kombigeräte irgendwie mit Grubbern und Leisten. Ich habe eine Sämaschine. Ich habe eine Sämaschine schon gekauft. Ah, okay. Was kann die? Kann die Sonnenblumen und sowas? Die kann keine Sonnenblumen, aber die kann auch andere Dinge, von denen ich nicht weiß, was es sein soll. Es sieht wohl nach Getreide aus. Ah, okay. Blöde Frage. Der Kalk ist hier lose hinten drauf. Wenn ich den jetzt abkippe, kann ich den dann trotzdem in die Maschine laden? Oder wie läuft das jetzt? Das weiß ich nicht. Müsste eigentlich gehen, weil ich konnte den ja aus den Kanistern nur so reinladen. Probier es aus. Nicht, dass man das jetzt hier verschenkt oder sowas. Warte, ich mach das mal anders. Ich versuche das erstmal anders. Also ich hab's mit Saatgut mal gehabt. Das habe ich hinten auf den Hänger draufgeladen, auf den Kipplader. Und dann habe ich es abladen wollen und hat er mir so einen riesen Hucken drauf gefahren gesetzt. Aber nicht in so schönen Paletten wieder verpackt. Und dann wusste ich nicht, ob ich das hinterher noch irgendwie wieder draufkriege. So, aber ich bin jetzt hier gleich mit dem hintersten Feld fertig. Das heißt, wenn er wollt, könnt ihr hier dann auch gleich den Kalk draufschmeißen, beziehungsweise den Dünger draufschmeißen. Ja, ja, ich versuche hier gerade das in irgendeiner Art und Weise. Ja, im Zweifelsfall schütten wir jetzt den ganzen Kalk in die Botanik hier. Ich meine, der wird wieder zurück in so Behälter gemacht. Probier es aus, der Kalk war nicht allzu teuer. Das wäre ein bisschen Schwachsinn, wenn du das nicht wegladen könntest ja, wieder. Ja. Oder du kannst ja jetzt, wenn du willst, auch erst kalken, wenn du den Kalk jetzt drin hast. So. Nee, habe ich ja noch nicht. Ach so. Ja, nimm doch das, was gerade als erstes drin ist. Nimm doch das und verteil das erstmal. Im Moment ist gar nichts drin. Ach so. Das ist ja der Witz an der Sache. Ah. Kipp doch ab. Warum kippst du denn nicht ab? Kipp doch ab. Schmeiß doch weg. Ja, ich habe jetzt hier auch so ein leichtes technisches. Dann macht er nichts. Ah ja, jetzt macht er wieder. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn das automatische Speichern kommt, dass er da immer einen ganz kurzen Datenaussetzer macht. Oder ein kleines Leck dann haben. Hm. So, okay, also das Feld hier oben habe ich fertig. Da könnte ich, ich kann den nicht abkippen. Warte. Haben wir irgendwo. Achso, da unten haben wir ja. Da laden wir die Sachen drin rein. Okay. Muss ich Kalk ins Silo? Ich krieg den Kalk nicht vom Hänger. Warte. Gibt's nicht irgendwie ausladen und so? Nee, ich kann die Abkippseite wählen, aber ich kann das hier nicht in eine Botanik kippen. Hast du über F1, da hast du ja die ganzen möglichen Tastenkombinationen. Ja. Da sagt er dir nichts dergleichen. Nein, ich kann nur die Abkippseite wählen, aber nicht direkt abkippen. Muss ich das ausladen? Nee, ist gar nicht vorgegeben. Ist. Ha. Kannst dir gerne den Hänger nehmen, kannst du es selber ausprobieren. Ich glaub dir das. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob ich das ins Silo kippe, ob man das vom Silo wieder ausladen. Vielleicht muss man auch das Gerät
Der ist jetzt gerade leer, sagst du, der andere, ne? Halt. Das Düngeteil ist leer, ja. Und der Dünger steht hier in der Butnik. Ja, ich meine, in den Düngekasten, da kannst du ja auch den Kalk reinkippen. Das ist ja, glaube ich, dieses Kombigerät, was auch kalken kann. Habe ich aber auch schon gerade nebengestanden. Hat auch irgendwie nicht funktioniert. Hat er nicht genommen? Kannst da gerne mal nebenfahren. Kannst du es ausprobieren? Mal gucken. Wir versuchen das einfach mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Muss ja irgendwie gehen hier. Fülle das Gerät zuerst auf, ja. Nee, er zeigt mir aber auch nichts dergleichen hier an. Nee, deswegen. Ja, witzig. Und abkippen kannst du nicht. Also wenn du jetzt sagst hier, Ich kann die Seite wählen, zu der er abkippt, aber ich kann nicht abkippen. Warte mal, ich werde jetzt auch noch mal was ausprobieren. Macht zwar keinen Sinn, aber... Also ich hatte die ähnliche Situation wie du gerade mit Saatgut. Oh, da gibt's neue Fahrzeuge. Das hätte ich jetzt wieder eingekauft. Ja, ich versuche gerade das hier irgendwie hinzukriegen. Okay, ich experimentiere jetzt mal. Warte mal, ich kann ja bei mir gucken, wie habe ich meine Tasten gelegt gehabt. Sekunde. Entladen. Aha, okay. Taste I. Kalk wird hier nicht angenommen. Ja, ich. Also Kalk ins Silo geht schon mal nicht. Okay, und wenn du so jetzt Taste I machst, passiert da irgendwas? Ich kriege keinen. Warte mal. Jetzt kommt er. Jetzt kannst du. Okay. Jetzt lädst du zumindest ab. Jetzt ist eben nur die Frage, ob ich den jetzt von da eingeladen kriege. Und sonst muss Sally nochmal eine Schaufel kaufen. Toll, jetzt kommt der Sheriff hier ran und denkt, wir haben eine Koksplantage. Dann hätte ich mehr eine Bahn ziehen sollen, meinst du? Nee, ich kann nichts machen. Verdammt. Bietet mir auch hier nichts an. Kein Schaufeln, kein nichts, nur ins Auto steigen. Jawohl. Dünger aufklappen, Düngerstreuer anschalten. Ja, schön gut, aber da ist ja nichts drin. I don't know. Verstehe auch zum Beispiel gerade nicht, wie ich diesen Zusatztank auf die Saatmaschine kriegen soll. Den baust du dir vorne an den Traktor dran. Wollte ich gerade sagen, der wird doch vorne aufgenommen. Aber das ging auch nicht. Das hat er auch nicht gemacht. Warte mal. Na toll, jetzt macht man. Bin von der falschen Seite dran gefahren. Dann fahre ich nochmal. Was war das jetzt? Das war jetzt Kalk, ne? Oder? Ja. Dann fahre ich nochmal Kalk holen und lade den dann direkt hier in die Maschine rein. Aber dann haben wir da den Kalk drin und dann muss ich mal gucken, wie man den. Ah. Na, wir kriegen das schon raus. So, also hier steht noch eine Restmenge an Saatgut. Die gehört noch uns, die passte nur nicht mehr mit rein. Okay, also ich bin jetzt gerade mit dem Dünger-Kalk-Kasten auf dem Weg, weil ich jetzt erstmal nochmal neuen Kalk hole. Kannst du nochmal ein bisschen Kalk da hinstellen? Warte, ich bremse mal kurz. Ich bleib mal mit Norber Straße stehen. So, ich spring nochmal raus. Blockiere die Straße. Nochmal Kalk kaufen. Ja, den anderen Kalk können wir ja nicht aufnehmen. Das ist dasselbe Problem wie das, was ich gestern mit dem Saatgut hatte. Kalk und Dünger brauchen wir.
Wie Dünger auch? Ja, nee, Dünger habe ich hier noch ein bisschen stehen, aber der steht halt ein bisschen versteckt im Gebüsch jetzt. Ach so. Ich wollte gerade sagen. Okay. Jetzt gewundert, wenn der ganze Dünger schon wieder weg wäre. Nein. Wir hatten nur das Problem, dass wir halt den. Wir hatten nur das Problem, dass wir halt den Kalk nicht von dem Transporter in den. Oh, was ist denn das? Das kann ich wählen. Zwischen Auto und zwischen Pfosten. und dass wir halt das nicht in den. Hier in den Automaten reingekriegt haben. Man kann drüber fahren über den Kalk. Ja, das ist schon mal gut, ne? Kleiner Hügel hier. So, was haben wir denn jetzt hier alles? So, hier hast du, ich steige mal aus. Da, jetzt kannst du, wenn du willst, den nehmen und mit dem Kalk loslegen. Muss ich da jetzt auch noch hinkommen, oder? Du bist doch hier gerade, oder bist du das nicht? Nee. Ach so, das weil ist du, es ja irgendwie. Ach so, das ist dein, ja, dein Zwilling. Dein Zwilling ist das. Du kannst durchfahren, also er ist es nicht wirklich. Ja, irgendwie ist er da. Komisch. So, was haben wir denn hier stehen? Was ist denn das hier für ein... Das eine hier noch Saatgut oder was steht hier? Ach, das ist Saatgut. Ja. Der letzte Rest. Der letzte Rest vom Saatgut. Okay. Nicht mehr reingepasst hat. Na gut, dann fahre ich Finfan mal um kurz. So, ja, kann man durchfahren, hast du recht. Deswegen, er ist es nicht wirklich... Wäre er es wirklich, könnte man ihn nicht umfahren. Ich weiß nicht, was da... Düngemaschine auffüllen. So, dann machen wir das doch mal. Mit Kalk. Einmal. Stefan, möchtest du stattdessen ein bisschen Saatgut ausbringen? Mir ist das egal. Also, dann kann ich mir auch noch mal an dem Kalk versuchen. Ja, jetzt ist er sowieso da in der Butnik. Jetzt kannst du da nichts mehr mitmachen. Ich komme jetzt gerade zurück, dann könnt ihr das übernehmen. Dann könnt ihr das übernehmen. Ich habe jetzt gerade den Kalk aufgefüllt in die Maschine, das heißt... Was hast du denn jetzt hier drin? Weizen? Okay, ja, das kannst du ändern. Ja. Musst du nur auf Z drücken, dann kannst du durchschalten. Was möchten wir denn? Ja, Sonnenblumen waren ja ganz interessant, aber ich glaube, die gehen damit nicht, ne? Ich glaube nicht, nein. Das ist nämlich jetzt Saatgut für Getreide, ne? Könntet ihr Sojabohnen anbieten? Die gehen, glaube ich, auch ganz gut, ne? Sojabohnen, Ölrettich, was haben wir denn hier? Ölrettich ist angeblich so ein Bio. Ja. Muss mal. Ups, Biodünger muss auch. Mal auf meine Liste gucken. Mais. Sojabohnen bringen auch relativ gut. Ja, aber siehst du, jetzt sind zum Beispiel die Preise für. Sonnenblumen bei 1,2, also 1,6 scheint da schon, 900 ist das niedrigste, 1,6 ist das höchste. Ich glaube, ich nehme Sojabohnen, oder? Weil Sojabohnen liegen zwischen 1,3 und 1,5. Okay. So, ich bin hier jetzt mit der Kalkmaschine. So, du willst erst noch da, ja, du musst ja erst noch einmal rüber. Genau, welche, ich mache beide Felder, muss ich ja eh machen, ne? Fang mal vorne an. Das Ding ist sehr ergiebig, hast du gesagt, ne, von der Reichweite. Ja, Kalk ist halt schnell weg, also ja. Du musst echt immer ausschalten. Jojo. Ja, beim Wenden sowieso, das ist klar. Da kannst du nichts mehr machen mit dem Kalk kaufen. Da kannst du dir höchstens noch eine Nase ziehen oder so. Aber ja, auch irgendwie wieder wegzukriegen sein. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ist aber nicht die Mitte. Verdammt, ich musste noch weiter rüber. Es staubt, es mölmt. Ja. So, erstmal wieder ausmachen, das Ding. So. Ja, es ist ja super gerade geworden hier. Also irgendwie habe ich besser gerade Spuren ziehen können. Ja, das... So, warte auf. Nochmal zurück. Nächste. So. Kriegen das schon noch hin. Hm.
wäre schön, dass er abladen kann, aber... Bin noch nicht fertig. Ja, die eine Ecke da. Du wirst halt mitgekalkt. Jetzt kalkt er über meine. So. Ja, muss ich das bestimmt nochmal machen, wa? Na, mal gucken. Zu weit weg bestimmt. Näher dran. Ja. Ah, kriegen das schon irgendwie hin hier. Ja. Mal gucken. Na, was treibt ihr gerade? Ja, wir kalken so vor uns hin. Ihr seid so verdächtig. Ich wollte böserweise sagen, wir machen den Frank, wir kalken vor uns hin. Und zieht weiße Bahn. War nicht sehr gerade, wie wir schon geklärt haben. Ach ja. Der hat schon ein paar Intus wahrscheinlich. Sowieso. Vielleicht keine Bahn, sondern ein paar Gläschen. Ja, aber auch irgendwie nicht so richtig offen. So, Kalk ist alle. Ja, siehst du, schon wieder alles verbraten. So, und wenn ich jetzt richtig gesehen habe, jetzt müssen wir nochmal mit dem Dünger rüber oder so? Oder warte mal, ja, aussteigen und gucken. Ja, jetzt müssen wir noch Dünger drauf machen. Also, mal gucken. Den hat er irgendwo in The Wood versteckt, hat er gesagt. Der steht da so im Grün. Im Grünen. Welches Grün? Hatte eigentlich gedacht, er lädt in einer anderen Hälfte aus. Wenn du an der Halle bist. Ja. Da schräg gegenüber in den Sträuchern. Ah, ja. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Geschickt versteckt. Ah, ja, das heißt, den einen habe ich sogar umgefahren. Seite abgeladen. Man, der elegant mit dem Trecker rübergefahren. Okay. Mitten im Weg den Anhänger hingelegt.
Das war ich nicht. Nee, oh, Sally, ich glaube, der Raps ist fertig. Kann das sein? Möglich. Witzig, dass der Dünger eine höhere Reichweite hat als der Kalk. Sojasprossen sind lecker. Naja, muss ich nicht wirklich haben, habe ich schon mal gegessen. Schmeckt irgendwie komisch. Och, es kommt darauf an, wie sie gemacht sind. Kommt darauf an, wie sie gemacht sind. Gibt es auch viel beim Chinesen oder so. Ja, ja, eben. Finde ich eigentlich auch ganz lecker. Ne? Mhm. Soll ich da jetzt gleich mal mit dem Dünger hinterhergehen auf das Feld hier? Naja, war ich doch vorher einmal. Ach so, warst du schon drauf? Ja, ja. Ist der schon? So, und da ist jetzt einmal Sojaboden. Genau. Aber der ist nur einmal gedüngt jetzt, ne? 50%. Ja, richtig. Ich weiß nicht, wann man das zweite Mal düngen muss. Ja, ich würde es erstmal ein Stück wachsen lassen, ne? Ja, doch, hast du. Auf dem, wollen wir auf dem anderen jetzt auch Sojaboden oder irgendwas anderes? Boah, du kannst ja mal. Also, ich weiß es nicht. Wir können ja. Vom Ernten her weiß ich jetzt nicht, ob Sojabohnen anders geerntet werden als Raps, als was anderes. Und im Zweifelsfall können wir uns die Sachen ja eh mieten, die Erntesachen. Kannst du was anderes drauf machen? Ich muss mal gerade gucken. Warum geht damit nicht? Ich sehe gerade, Vampirhörnchen sagt, sie möchte Mais. Mais? Mais wäre auch eine Idee. Oh, Mais musste aber, glaube ich, auch wieder spezielle Geräte für haben. Aber dann kann ich nicht. Mais kannst du nicht? Nee, ich habe Hafer, Raps, Sojabohnen, Ölrettich, Gras, Weizen, Gerste. Ja, das war's. Mais brauchst du wohl ein anderes Gerät für. Stefan, was kannst du eigentlich? Kein Mais, nur alles andere, was du eben aufgezählt hast. Genau. ja, das kann sein, dass man für Mais so eine extra Maschine braucht. Eine andere. Ach, weil das bestimmt so Einzelkornkram und so, da gibt es ja noch so andere spezielle. Ich nehme jetzt Hafer. Weil mich sticht gerade der Hafer. Jawohl. Dann hörst du mal auf dem Kalk rum zu eiern. Ich versuche erstmal. Ach, guck an. Versuchst du das jetzt da drauf zu schaufeln? Ich versuch das jetzt mal hier mit, ja. Ist ja cool. So, warte mal. Ist ja cool. Die hat eine Schaufel gekauft. Die hat eine Schaufel gekauft. Einer muss ja aufräumen, so nach dem Motto. Jetzt macht sie kleine Backförmchen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Dann zeige mal her, was du damit an tollen Bagger kannst. Dann zeige mal her. Und zurückschalten. Nee, das war nicht. Genau, weil wir gleich an Pasta denken, wenn das Wort Weizen fällt. Ach so. Pizzabäume. Pizzabäume wären auch toll. Weizen. Ich weiß nicht. Pasta. Wieso kann ich... Hä? Was ist denn mit dem einen Feld, was hier noch ist? Das Pferd muss... Das müssen wir jetzt, glaube ich, gleich abernten, ne? Gerade sagen, muss das dann auch. Ich komme mal dahin und gucke mir mal an, wie der Stand der Dinge hier jetzt ist.
Weil da ist jetzt gerade anscheinend das erntereif. Irgendwann brauchen wir dann auch einen Kercher, weil sonst sind die Geräte irgendwann ganz dreckig. Und wir sind doch ein Vorzeigebetrieb. Ja, natürlich. So, wir sind hier bei... Ja, das Feld 25 mit dem Raps, das wechselt gerade rüber von Wachstum auf erntereif. Okay. Das heißt, wir müssten uns jetzt um Gerätschaften kümmern, die Raps ernten können. Da kann ich ja mal gucken gehen, was wir da so Schönes haben. Warte mal, gehen wir mal rüber in den Shop. Na, Sally, hast du jetzt so deinen Haufen da jetzt weggekriegt? Ja, ich muss mir erstmal die Beschreibung hier für den Radlader angucken, weil der wieder eine andere Steuerung hat. Ach so. Radlader? Was verpasse ich hier gerade? Ach, guck an. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh, was für ein Zeichen hat denn jetzt Raps? Moment. Raps ist... Wo habe ich denn Raps hier? Ich habe doch hier extra die Liste. Ach, das ist dieser komische Stängel mit diesen Kleeblättern, komischen kleeblätterförmigen Teilen da, diese vier. Ach, so ein, ja, ich ahne schon. Ja, genau der. Ja? Der in der Mitte da. Ja, okay. Neben der Sonne. Jawohl, der wunderbar, Sonne. Alles klar. Das heißt, wir brauchen dann wahrscheinlich dann wieder hier so einen Mähdrescher und dann eben das passende Werkzeug dafür, ne? Ja. Oh, ich bin etwas zu weit ins Feld gefahren. Leute, so. Ich habe unser Kalkproblem gelöst. Schneidwerk. Ja, dann musst du es aber auch in der Hinsicht lösen, dass es nicht unbedingt wieder auf den Anhänger kommt, sondern dann irgendwie in eine Maschine reinkommt. Sonst haben wir das Problem ja gleich wieder. Ich wollte es aber erstmal ausprobieren, ja. Weil diese Störung gar nicht mal so einfach ist. Ist doch schön, dass wir es zumindest nicht wegschmeißen müssen. Auch das hätten wir ja nicht gekonnt. Na, vielleicht wäre es irgendwann mal weg gewesen, ne? Meinst du? Oh, nee. So. Wieder hoch und hoch. Ach, so, wo ist denn hier das entsprechende Gerät? Trecker fahren. Dann musst du John fragen, der hat das zuletzt benutzt. Was denn? Was denn? Kalkgerät. Dünger, die Maschine, ja, meinst du? Ich glaube, in der Halle. Im Moment lohnt sich das nicht, das da reinzuladen, weil wenn, muss als nächstes wieder gedüngt werden, ne? Ja, dann wird doch, ist ja egal, welche Reihenfolge du machst. Du kannst auch erst düngen und dann kalken. Aber weil ich ja jetzt aussehe und dann muss ja da irgendwann wieder gedüngt werden. Ja. Aber das Ding ist jedenfalls in der Halle. Ja, ich hab's schon gefunden. Weil ich räume ja meine Sachen wieder weg. Ich lasse nicht so in der Gegend rumstehen. Wobei, hat das denn jetzt mit dem Aufsammeln geklappt? Ja. Echt? Cool. Ja. Ah, dann ist das ja auch kein Ding mehr. Aber in der Maschine ist noch was drin, glaube ich, ne? Ja, das kannst du aber ausladen, ne? Ich habe jetzt hier gerade den Frontlader am Wickel. Ich werde jetzt hier garantiert die 8000 mal hin und her wechseln. Geht eigentlich relativ schnell. Mann. Ich muss mich daran gewöhnen, nicht mehr in das andere Feld zu fahren. Ich komme auf dem Weg zu uns an so vielen schönen fertigen Feldern vorbei. Da könnte ich einfach mal so mittendurch. Könnte man mal so ein bisschen Geld verdienen. Nee, ja. Vielleicht müssen wir eh nochmal irgendwie so Auftragsarbeiten machen. Aber ja, weil wenn wir jetzt hier ausgesät haben, dann ist ja eigentlich nicht viel zu tun. Dann musst du ja eh erstmal warten, dass das Gras wächst. Ja. Könnten wir uns ja irgendwie in der Form da irgendwas suchen, dann passenderweise.
Das, was am meisten Geld bringt. 288.000 haben wir zurzeit noch auf der Kante, aber Silly ist ja immer weiter fleißig am Einkaufen. Oder so wir gucken... Versuchen wir eure Probleme auszubügeln. Das kostet nur mein Geld. Naja, dann sie kann sich dann Feldern Bildern. Also John. Ja, hallo, ich sehe nur auf dem Weg zu uns, hier sind überall so schöne Felder, wo überall Sachen drauf waren. Gut, hier jetzt nicht gerade, aber eben gerade, das war so ein schönes Weizenfeld oder was auch immer. Auf jeden Fall so ein schönes Getreidefeld. Da hätte man doch einfach mal unbemerkt mal rüberfahren können. Ich meine, ich habe ja Mädre, schaut da mir. Und was für ein Schicken hier. Ich kann mich doch demnächst mit Mirko austauschen, die Leiden eines Betriebswirts oder sowas. Ja. Auf der Hinfahrt eine Spur nehmen, auf der Rückfahrt eine Spur nehmen. So, also es funktioniert zumindest. Heißt, ich verkaufe das Ding jetzt erstmal wieder. Jetzt weiß ich ja, was ich kaufen muss. So, ich habe hier für Finfa ein großes Gerät mitgebracht. Was? Soll ich wieder mähen oder wenn was? Wenn du magst, darfst du mähen. Ja, ich bringe erstmal mein Werkzeug weg hier. Ja. Wobei die eine Spur von dem Feld, die ist noch nicht ganz durch. Die müsste jetzt... Lässt hier einer seinen Trecker mitten im Weg stehen, also... Warum ist denn hier eigentlich immer noch der Kalkanhänger? Weil ich das ja irgendwo reinpacken muss. Ihr geht jetzt erstmal düngen und erst danach wird gekalkt. So, Feierabend, habe ich jetzt beschlossen. Aber warum steht denn der Kalkanhänger da noch rum? Weil ich den erst beladen habe. Ja, warum hast du nicht gleich weggefahren, dass aus dem Weg ist? Der steht dir immer im Weg. Ich habe erstmal das gemietete Fahrzeug weggebracht, damit es nicht unnötig Geld kostet. Wenn andere Leute deine Felder ausräubern würden, würdest du das auch nicht gut finden, oder? Also Finger weg. Hey, erstens, es sind nicht meine Felder, es sind Sallys Felder. Und zweitens, ich habe in diesem gesamten Spiel hier bisher nur unsere Fahrzeuge gesehen, also niemand anderen. Moment mal, wieso ist hier eigentlich, den habe ich doch eben gerade da drin geparkt, wieso steht denn der wieder draußen? Hast du Handbremse nicht angezogen? Ja, wahrscheinlich. So, ich soll jetzt mit dem Mähdrescher da fahren, sagst du? Ja, genau. Genau, aber guck mal, ob der, ob das eine Feld da schon den richtigen, vollständigen Status hat. Was? Alter, John, der John jammert durch meine Musik durch, so kann ich nicht arbeiten. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Ich bin hier der Einzige. Kommt so mi an. Die ganze Zeit hier werde ich getriezt. Eine haut hier so einen Kalkhucken mitten auf dem Hof, der andere lässt überall die Sachen rumliegen. Ist erntereif, aber war auch nur zu 50% gedüngt, zeigt er an. Aber das ist ja dann jetzt auch egal. Ja, jetzt ist egal, genau. Brauchen wir für die Rapsernte. Haben wir schon stehen, mach ich. Mimi, mein Hauptmann und der. Was? Wenn mein Hauptmann und der Truchsee. Was? Truchsess kämpfen sollen. Truchsess? Ich bin nicht so gebildet. Was ist ein Truchsess? Was? Was ist eine Truchsess oder ein der Truchsess? Oder ist das ein Schreibfehler? Hätte jetzt gedacht, das ist ein französisches Wort für irgendwas. Der Statthalter des Königs, wenn er nicht da ist. Irgendwie halb und halb. Da haben sie halb und halb irgendwie angebaut. Da hinten ist irgendwie noch was anderes im Feld, sehe ich gerade. Wo? Nee, das ist, glaube ich, nur so ein Darstellungsding. Nein, das ist kein Darstellungsding. Nee? Da ist... Nein, Quatsch. Ich muss mal gerade gucken hier. Also hier ist Raps erntereif. Und dann ist hier noch Raps im Wachstum. Okay. Ich sag doch, der ist noch nicht ganz vollständig durchgereift. Ja, aber dann müssen wir auch... Das habe ich ja noch nie gehabt. Na, das Feld ist jetzt halt im Wandel, im ne? Ist noch nicht komplett fertig. Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Wer weiß, wie lange das dauert. So. Jetzt haben wir.
Gott. Sind die anderen Sachen denn jetzt ausgesät oder wie ist? Ein Feld mit Sojabohnen und eins mit Hafer. Wow, wunderbar. Wunderbar. Auf den Raps müssen wir jetzt eben halt warten. Ja. Ja. Fast getackelt. ja, da wir jetzt also ja der warten. Der Raps sagt mir gerade erntereif. Ja, dann geh mal weiter. Da hinten ist ein Stück, da ist er im Wachstum. Ach, weiter. Okay, das ist wieder so diese, genau. Chef, diese Chef-Mentalität. Ne? Hauptsache erstmal meckern. Also bei mir, ich bin jetzt einmal hier Marius, so durchgelaufen. Du hast vollkommen recht. Du kriegst jetzt erstmal in der Zwischenzeit, solange die sich da gerade wieder betteln, da hinten gönnen wir uns erstmal hier schön gleich einen schönen Glückskeks. Du hast vollkommen recht. Wenn ich hier, genießen wir den Ausblick. Da wo, ich jetzt, Sally, da, wo ich jetzt stehe. Ich laufe gerade, warte, ich komme gerade rüber. So, genau. Und hier ist für mich im Wachstum, der ist grün. Ich will gar nicht wissen, was ihr hier... Bei mir steht alles als erntereif. Zwei Mädels im Feld. Dann geh in die Maschine und ernte ab, wenn bei dir steht erntereif, weil bei mir steht nicht erntereif. Nee, hier steht im Wachstum. Das sieht doch auch noch ganz anders aus hier. Ja, also ich sage ja nur, bei mir in der Ecke steht Wachstum erntereif. Ich denke mal, das wird jetzt, das wandelt sich jetzt gerade über. Das wird jetzt garantiert in den nächsten Minuten rüber wechseln. Ja, dann warten wir noch einen Moment. Ich lebe in der Zukunft. Es gibt ja drei, diesen Status mit erntereif, der ist ja unterteilt in drei verschiedene Stadien. Ja, ich weiß. Nee, aber ich könnte hier noch nicht ab. So, das heißt mit dem fetten Maschinchen hier, oder was? Ja. So, jetzt mit gucken wir uns erstmal den. Ah, nein. Hier gibt's einen Keks. Wir machen jetzt erstmal Kekse gucken. Ja, sehr schön. Du hast vollkommen recht. Wir gucken uns jetzt erstmal, was der ein Maschine schönes direkt für Keks ins Silo kippen, wenn du fertig bist. Ah, so, okay. Komm her. Du musst dann dieses Rohr an der Seite ausfahren. Ja, das Rohr ausfahren. Ja, gut, das kenne ich schon. Ja, und mit dem Rohr quasi genau über dieses Gitter fahren. Marius, so, pass auf. Wir wollen es mal hoffen, denn ihre gute Laune steckt an, steht hier drauf. Und die kann genau im richtigen Zeitpunkt hier auftragen, weil du siehst es ja. Kaum sind wir hier auf einem Acker unterwegs, schon geht's gleich los. Sally, mäht mal hier wieder alles durch. Und da ja, das ist Chefsache. Benötigt Kalk dann wieder. Mal gucken, dass er es auch ordentlich macht. Die hättest du gestern mal beim Kartoffelnroden sehen müssen. John, ich habe mich absichtlich so doof angestellt. Ich wollte, dass du das machst. Wahrscheinlich. Eine ganze Stunde habe ich gebraucht für den Acker. Ja. Siehst mal, wie lang du bist. Es ist unglaublich, wenn die nicht Chefin wäre von diesem ganzen Ruf hier, ne? Gewusst wie, die weiß schon warum. Ja komm, jetzt müssen wir dann ja noch gucken. Also Mirko führt die Spedition, mhm. Sally macht den Bauernhof. Ich würde das Rennteam leiten und was würdest du dann machen? Ich sehe das schon kommen, ich mache hier die Putze für alles. Ich mache einen Keksbackshop auf, wenn das schon weitergeht. Nee, du bist der Chefkoch, ne? Haben wir auch lange nicht gemacht. Chefkoch, genau. John streichelt Tiere, er kann fast nichts falsch machen. Das ist hier so ein Beamtenbauernhof, ne? Ja, drei ja. Angestellte, einer arbeitet. Tiere streicheln. Ich fange mit Haien an. Ja. Wenn du es ordentlich machst, überlebst du es sogar. Ja, wollen wir jetzt warten, dass sie fertig ist, dass dann gekalkt wird, oder wollen wir mal ein bisschen Geld verdienen? Genau, John sorgt Geld für die verdienen. Verpflegung. Nee, nicht wirklich. Was ihr wieder gemein seid. Ihr kleinen Stichelbrüder da und Schwestern. Oh nee, Feld 8 ist mir zu groß. Feld 8 ist das Größte auf dem ganzen Ding hier, ne? Ja, das bringt zwar gutes Geld, aber... Wo bist du denn? Ach, die Aufträge guckst du dir gerade an? Ja. Was gibt's denn hier Schönes zu tun? Feld 4 düngen wäre für 18.000. Ja, düngen... Wobei düngen ist natürlich eine große Fläche, ne? Ja, das kann ja bald einer alleine machen. Da brauchst du ja nicht... Das ist ja jetzt auch der Vorteil. Du kannst ja...
wenn du ernten, das ist dann was, wo du mit zwei Leuten besser dran bist, weil einer mäht ab und einer fährt weg. Also wir könnten vielleicht auch den Siebener ernten. Siebener ernten? Ja, könnte man machen. 12.000, dann könntest du, was weiß ich, ich mähe ab und du fährst weg, oder ja, was? Ja, können wir machen. Wollen wir das machen? Und dann leihe ich jetzt die Geräte für Feld 7 ernten. Okay. So. Und dann werde ich mich mal dahin begeben. Genau. Werde mal Map. Top. So, kannst du nicht einfach die Dinger mitmieten? Ja, die sind da. Ja, habe ich. Hat er gerade gemacht. Oh, ihr fährt doch dazu. Aber dann stehen die doch direkt neben dem Feld. Nein, stehen bei der Werkstatt. Genau. Nee, am Shop. Ach so. Ja, meine ich ja. So. Bei der Werkstatt. Welches Feld ist denn das jetzt? Wo müssen wir hin? Feld 7. 7. Ja, muss ich auch erstmal gucken, wo das ist. Ah, da hinten, hinter. Da hinten, hinter. Okay. Ein bisschen Geld verdienen hier so. Was hast du gesagt? Ach, auch bei Feld 8 reinfahren, den Feldweg. Okay. Das kommt drauf an, wie du fahren willst. Da war eine. Das klang ja sehr begeistert. Macht der denn das? Das war nur so ein Signalschild. Ah, da ist er. Ach, du hast den Schilder dahinter gehängt? Das ist ja, der ist hinten dran. Das ist ja tricky. Und ich habe bei der Auftragsarbeit, ich habe den gleich vorne dran gemacht und habe mich dann durch dieses Bahngleis dann durchfädeln müssen irgendwie. Nee, das kannst du mit den Dingern, dafür sind die ja extra da, damit du auf der Straße nicht so viel Platz brauchst, wenn du den lang. I see. So, wollen wir hier die Straße gleich hoch oder wie wolltest du da jetzt? Nee, ich würde, Moment, wo ist denn jetzt meine Map? Ich würde weiterfahren und würde dann bei Feld 8 den Feldweg reinfahren vorher. Aber Feld 7 ist doch davor. Ja, ein weiter und dann links. Also. Dann links den Feldweg da hier vorne rein. Hier diesen Feldweg. Ach, hier habe ich ja keinen Blinker. Dann fahre ich hier so hoch. Nee. So, und dann fährst du an diesem Ding da vorbei und... Und dieses Feld 8 habe ich letztens beackern dürfen. Im Auftrag. Ich bin gerade dabei, in meinem Singleplayer Mais zu ernten. Ja, ich habe das dann erst über einen Helfer gemacht oder so, aber der hat ja auch eine Ewigkeit gebraucht. Ja, vor allen Dingen kosten die ja auch schon wieder Geld. So, ja, da natürlich. Ist Feld 7. Fahr mal bitte ein Stück weiter vor, weil ich muss hier gleich... Ja, okay. Ja, da kannst du... Weil ich muss hier meinen Anhänger abstellen. Achso, Moment, jetzt muss ich mal gucken, von welcher Seite muss ich denn da ran? Ja, von der Seite ist richtig. Das Schneidwerk sollte vorne dran sein. Ja, ich sollte muss aber vorne sein. Von welcher Seite ich ran muss an das Ding. Welche Seite ist jetzt vorne, ne? Was, Finn, was schreibst du denn da schon wieder? Hä? Ist dieser Stream ab 18? Nein, irgendwie, der ist ganz familientauglich. Komplett familienkonform. Ich habe gerade Bäckern gelesen und denke, was ist denn jetzt Bäckern? Was? So, Finn, manchmal glaube ich immer, was irgendwie. Weiß ich auch nicht. Quatsch, das war der falsche Schalter. Was haben wir denn hier? Ah, da können wir gleich lernen. Das sind Sojabohnen. Da kannst du gleich merken, was für eine Gerätschaft du da hattest. Stopp. Zurück. Oh, da kommt er mit der großen Zahnspange. Beackern. Kenne ich als Synonym für naja. Ja. Schreib es auf welch. Ja. Vielleicht braucht ihr es für euer Buch. Wir haben keine Ahnung, was du gerade meinst. Absolut nicht. Also Finn, ich weiß, was du meinst. Ich habe es nur halt gerade falsch gelesen, weil ich es auf dem Handy habe und das da klein in weiter Ferne ist. Und ich dachte im ersten Moment, was? Bäckern? Was will sie denn jetzt? Ja. Hä? Aber das Wort beackern ist mir schon klar, auf was du da. Was für ein Jargon.
Nur mal, damit du Bescheid weißt, das sind jetzt auch gerade Sojabohnen. Das sind das, was wir auch gepflanzt haben. Also weißt du schon mal, was du da für Gerätschaften brauchst. Ja, genau. Wie ist denn das prozentual mit deinem Fülldings? Ich meine, wie schnell muss ich dich denn jetzt einfangen? Ich bin jetzt bei 5%. Also ich kann dir mal sagen, was ich am Ende der Bahn habe. Ja, dann können wir das nämlich abschätzen. Aber auch erstmal, du kannst erstmal was anderes machen. Ja, mach ich gerade. Dann gucke ich nämlich da hinten hin, weil Sandy ist, wie weit bist du da hinten? Ich bin gerade soweit fertig. Ich glaube, eine Ecke da hinten, da muss ich nochmal lang. Da habe ich einen so einen Schnipsel vergessen. Okay, aber du bist komplett... Aber im Grunde bin ich jetzt mit Ernten dann soweit fertig. Also du brauchst doch nicht weiter... deine Ladung hast du komplett. Also genau, ich bin jetzt bei 90. 90, ne? Kann man da. Du könntest ja theoretisch. Du musst ja auch erst kommen, wenn ich den LKW voll habe. Ja. Ich weiß gar nicht, ich meine, den du hast, kann der nicht auch Dings abarbeiten? Warte mal. Den Sally jetzt hat. Ja, dann könnten wir doch vielleicht gucken, ob wir den zur Verstärkung nehmen können. Der muss ja erstmal wachsen bei uns. Nein, ob der zu euch, ob der bei dir helfen kann. Dann könnt ihr zu zweit abarbeiten. Ja, das weiß ich nicht. Ich gucke mal eben nach. Du hast einen Mähdrescher und den einfachen. Und das, was du da jetzt hast, ist Soja, ne? Sojabohnen, ja. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Zeichen für Sojabohnen aussieht. Das sieht so, glaube ich, so ein bisschen aus wie so eine Handgranate mit so drei. Ja, doch, dann habe ich's. Nee, Sally, dann kannst du das Ding auch benutzen für den Abbau von Soja. Ja? Ja, dann kannst du da auch an Feld, was ist es, Feld 7? 7. Dann kannst du da parallel arbeiten, dann sind wir da schneller fertig. Ja, dann müssen wir am anderen Ende anfangen und dann gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall dann gleich noch eine ganze Weile entfernt unterwegs, bis ich dann so da bin. Ja. Das ist natürlich, siehst du, das ist jetzt das Klasse, wenn du Multiplayer machst, wenn du hier die Lohnaufträge machst, da bist du wesentlich schneller mit fertig und demzufolge verdienst du auch besser. Mhm. Also wir müssen mal sehen, dass wir auch wieder ein bisschen Geld reinkriegen jetzt hier. Genau. Ja, du kannst deinen Silo-Inhalt verkaufen, aber ich finde, man macht hier erstmal besser Geld, weil das andere kann man noch ein bisschen. Ja, natürlich. Ich mach das mit meinem Singleplayer genauso. Und du lernst halt auch gleich die Gerätschaften kennen. Genau, das ist die Idee, die dahinter ist. Ja. Was geht denn hier schon wieder ab? Also, tut mir echt leid, aber die Kinder werden nicht vom Storch gebracht. Was? Wieso das denn nicht? Hä? Hey, hat der früher auch alles. Ja, ihr schreibt ja auch Film, zerstört nicht die Illusion. Hallo? Was macht denn der Sack jetzt sonst? Hat er umgeschult oder was macht er jetzt? Verteilt er jetzt Post oder was? John, hast du nicht den Film Störche geguckt? Nein, habe ich nicht. Läuft? Nee, habe ich nicht geguckt. Musst du noch gucken. Verdammt. Dann weißt du, was der Storch jetzt macht. Okay. In dem Film hat er wirklich umgesattelt. Animationsfilm oder was ist das? Ja. Okay, nee, kenne ich nicht. Weißt du gerade nicht von welchem Studio, aber. So, du hast jetzt die zweite Bahn durch. Wie viel Prozent hast du? 30. 30, okay. Dass wir das mal einschätzen können, auch abschätzen können. Also du kannst erstmal, weil der Auflieger nimmt mehr, als ich hier mit einmal drin habe. Ja. Von daher kannst du locker was anderes machen und ja. Also im Grunde genommen können zwei Leute bei uns auf der Farm arbeiten und einer kann hier immer nebenbei was machen. Ja. Und okay. Dann kann einer von den zweien quasi immer, wenn er gebraucht wird, zum Abfahren oder was weiß ich, wir müssen mal gucken, was war. Wir werden das einfach mal. Wir kriegen uns hier schon beschäftigt. Da. Das ist können wir mal unseren Kontostand ein bisschen aufjubeln hier. Yes. Hat eigentlich von euch schon mal jemand so einen Auftrag gemacht, wo er was transportieren soll, von A nach B bringen? Bisher noch nicht. Ich habe da mal einen angenommen, aber ich bin da hingefahren, wo ich was abholen sollte, aber da war keiner. Also ich wusste nicht, wie ich da was abholen soll. Okay, und wir hatten das Problem, dass wir was von A nach B hätten bringen sollen, wo wir gar nicht wussten, wo das war. Wo man gar nicht auf der Karte sehen konnte, wo das sein sollte. Ja. Da kreist ein Geier über mir.
Wer weiß schon warum. Also ich bin dann auch irgendwann mal da. Ich finde ja, diese Maschinen sind so klasse animiert, dass da wirklich diese ganzen beweglichen Teile und alles. Das fand ich, bei dem Kartoffelding fand ich das so geil. Ja, da kannst du die ganzen kleinen Kartoffelchen sehen. Ja, ne? Ja. Ah, das ist geil. Ist ja auch so ein Süchtigmacher-Spiel irgendwie. Dann im ersten Moment denkst du dir, boah, das muss doch, das kann doch nicht interessant sein, sowas. Ja, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch und dann habe ich gedacht, ach, an zu spielen. Ja, ja. Dann geht's nämlich plötzlich los. Oh, jetzt muss ich das machen und jetzt muss ich das machen und oh. Ich habe gerade den Stefan auf dem Feld gesehen. Na, sowas. So ein gelben Maschinchen. Ja, also wenn du dann ans andere Ende vom Feld fährst, dann werden wir uns irgendwo in der Mitte treffen dann. Ja, das war, glaube ich, der Plan, oder? Ja. Ja, anders ist ja Blödsinn. Ja. Und... Haha. Und wenn der LKW steht auf der anderen Seite vom Feld. Natürlich, immer. Das habe ich extra gemacht, um euch zu ärgern. Naja gut, was heißt ärgern? Wir müssen erstmal vollladen, ne? Ja, also ich bin jetzt gleich bei 50%. Fang einfach mal hier an, mal gucken. Hauptsache ich mähe den Kleinen nicht mit weg, dass ich den nachher nicht sehe. Den kleinen John? Nee, den kleinen Mähdrescher von dir da. Was auch immer klasse ist, wenn du so einen Auftrag hast, hier Ballen pressen oder sowas, da hast du richtig viel zu tun. Da musst du irgendwie erst mähen, dann musst du es in Bahn legen, dann musst du dies, dann ich glaube, dass du 5 oder 6 Arbeitsgänge oder so. Das habe ich auch schon mal gemacht. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Und man lernt natürlich, wie man mit den Geräten umgeht. Da hast du natürlich recht. Ja, ich sag ja, wir können ja jetzt auch nebenbei ein bisschen Geld verdienen hier, weil bei uns... Mhm. Bei uns können wir gucken, wie das Gras wächst. Ja, dadurch, dass ich halt irgendwo in der Mitte anfange, weiß ich halt nicht, fahre ich jetzt hier halt krumm und schief. Ne? So, du fängst in der Mitte an. Ich dachte, du fängst am anderen Ende an. Was machst du denn da? Schief hier. Gib's hier! Wenn ich das sage, dann kriege ich immer Ärger. Doch strategisch unklug jetzt irgendwie. Ich wollte überhaupt erst mal gucken, ob es funktioniert mit dem Ding. Ja, natürlich funktioniert das. Ja, ich sehe es da hinten. Ich sehe dich. Also John macht sich natürlich einfach, ne? Ich? Er steht da einfach mit seinem Trecker, mit seinem LKW und denkt sich so... Ich habe eben unsere beiden anderen Felder gerade die zweite Hälfte gedüngt. Jetzt sind sie auf 100%. Jetzt werde ich gleich das Rapsfeld mal abgrubbern und wieder frisch machen, dass wir da wieder frisch starten können. Das wollte ich hören. Er arbeitet zu Hause. Ne, also. Wie ist mal einer, der Azubi hält hier? Ich kleb dir einen neuen Sticker ins Album, okay? Das ist sehr schön. So, was war das? Hatte gestern seit Ewigkeiten mal wieder Pommes. Boah, war das gut. Oh, Pommes. Lecker Pommes gemacht. Es ist aber auch ein Unterschied. Und da unterscheiden sich die Geister. Es gibt ja nun die eine Fraktion, die sagt eben Pommes aus dem Backofen. Und die anderen, Pommes müssen aus der Fritte sein. Fritteuse. Ne? Hands down. Ne? Ich sehe es auch so. Es gibt ja theoretisch, gibt es ja noch Heißluftfritteuse und so, aber... Das ist richtig schmecken tut das. Backofen-Pommes machen wir auch, klar, weil geht mal eben schneller, aber die werden irgendwie nicht so knusprig. Ja, die haben auch nicht so diesen vollen, typischen Geschmack irgendwie, oder? Ja, fehlt das Fett, ne? Ja, eben. Ich meine, ne, das ist ja auch... Wie sieht das denn hier wieder aus? Was mache ich denn? Wie ist das bei euch im Chat, hä? Pommes aus dem Backofen oder aus der Heißluftfritteuse oder wenn dann richtig schön hier mit Fett und allem drum und dran? Ich meine, ich esse ja nun auch nicht häufig Pommes, aber vom wenn... Vom Grill. Ja, vom Grill, genau. Aus der Fritteuse sind besser, ne? Genau. Das stimmt. So, warte mal, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt müsste ich eigentlich...
Oh, es wird langsam dunkel. Ja, es wird langsam dunkel. Wollen wir gleich mal Licht anmachen hier, oder? Mal gucken hier, wo ich... Ah, da. Wir haben doch hier irgendwo einen Grubber gehabt. Wer hat den ja, denn schon der wieder versteckt? Ja, der müsste in der Halle stehen. Wer hat den denn schon wieder versteckt hier? Ach, der ist doch hinter dem anderen. Ja, der ist hinter dem anderen. Fährst auch schon wieder ohne Licht, ne? Hier kriegst du keine Tickets. Wer, ich? Ja. Ja, also, hallo, das ist Privatgrundstück. Da geht das. John, mach Licht an, wird duster. Ja. Kann er nicht sehen, ist dunkel. Das sieht leider nicht, ne? Hier mich auch. Lässt du eine Reihe stehen da, oder was machst du da? Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich gerade fahre, aber tue ich dann irgendwie doch nicht. Also entweder macht das Feld hier einen Knick oder, ja. Genau, im Zweifelsfall immer... Oder Außenansicht? Nö, ich fahre gerade Außenansicht. Aber im Zweifelsfall ist es immer das Feld, das einen Knick hat. Nee, ich der Anfang war ja gut und dann auf einmal fing er an und zog schief, deswegen. Ja, mit der Innenansicht habe ich auch so immer ein Problem, das alles so hundertprozentig zu erwischen. Ja, deswegen. Ich fahre dann immer zum Schluss noch mal einmal lang und... Immer noch nicht. Rest zum Schluss sammle ich dann die Reste zusammen. Ich weiß gar nicht, wo kommt denn das dann hin? Wo muss denn das abgeladen werden? Hab ich gar nicht geguckt. Ich mag sie am liebsten, wenn sie außen richtig knusprig und innen immer noch weich sind. Ja genau, so sollen sie dann auch sein. Außen knusprig, innen gefroren. Nee, wir haben ja nun tatsächlich verschiedene Varianten ausprobiert. Und es gibt jetzt eben diese Backofen-Variante. Ja, das ist so, es geht, aber eben so, es fehlt irgendwie dieser typische volle Geschmack, wie als würdest du die halt aus der Fritte haben. Und dann haben wir auch so diese Heißluftfritteusen-Variante ausprobiert. Und ja, ist auch nett, aber eben, es ist halt, ja, gesünder und deswegen schmeckt es halt nicht so gut. Ja, das gleiche wie Thema. Naja, im Grunde ist ja das, ist ja Heißluftfritteuse vergleichbar wie so ein Mini-Backofen. Ja, die schwimmen Heißluft halt da halt. Nicht in heißem Fett. Ja, aber... Ist dann... Ja. Ja, das ist ja das. Fritteuse ist wieder irgendwie, was war das? Krebserregend, ne? Wegen, wie heißt das Zeug? Acrylamid. Acrylamid. Aber Finn, ich muss sagen, ich ab und zu esse ich diese Pommes auch gerne mal klapperig. Wie war das jetzt? Wie war dieser eine Witz? Geht einer nach McDonald's rein und fragt, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich hier gegen Acrylamid? Oder mit Acrylamid? Und sagt, was? Ganz normal, wir schicken den zur Berufsschule wie alle anderen Azubis. Oh. Ja, böse, hat er nicht gesagt. So, jetzt habe ich gleich einmal voll die Maschine und dann gucken wir mal, wie viel in den Auflieger passt. Und dann rufen wir Mirko an, der soll das abfahren. Ja, weil da ja ein LKW steht. Ne? Der hat ja die Spedition, der muss das dann wegbringen. Böse, böse, gar nichts böse. Acrylamid ist eine böse Sache. Da muss man verantwortungsvoll mit umgehen. Aber es ist auch so ein Phänomen, früher hat er ja keine Haare nachgekrebt nach diesen ganzen Sachen. Das wurde dann irgendwann mal entdeckt und seitdem ist das irgendwie, ne? Aber das ist ja auch nur, wenn irgendwie was ab einer gewissen Temperatur, glaube ich. Wenn die Fritteusen zu heiß sind oder irgendwie sowas oder das Öl, irgendwas war da gewesen mit. So. Ja genau, der gleiche Witz. Ist das wie bei der Kunde beim Fleischer? Haben Sie auch etwas von der groben Fetten? Nee, die hat heute Berufsschule.
Ja, da haben das sind die bösen alten guten Witze, ja, ja. Das sind die bösen Witze. Heute natürlich überhaupt nicht konform. Geht nicht. Also eine Ladung aus dem Mähdrescher sind 24% auf dem Auflieger. Ah, okay. Also von dem Großen dann, ne? Wie viel Ladung war das jetzt bei dir? Oh, da fragst du mich jetzt was. 9000? Hey, cool. Das ist ja schon eine relativ große Maschine hier, was ich hier... Also wenn ich das bei mir richtig sehe, kann ich wohl maximal 4000 laden. Da halt gut, in der heutigen Zeit ganz dünnes Eis. Ja. Was meinst du, wie schön das ist? Wenn du dann dir in der heutigen Zeit dann die alten Otto-Filme anguckst oder die anderen, die ganzen alten Komödien, die es früher so gab. Ich kann dir nur empfehlen, guck Al Bundy. Ja, genau. Der läuft ja auch noch nach wie vor im Fernsehen. Da ist das wie ja. Unter was läuft denn sowas? Unter Artenschutz oder wie kann man sowas einstufen? Das ist heutzutage so erfrischend, sich sowas anzugucken. Ja. Und du kannst mir sagen, was du willst, das forciert eher nur, dass es dazu kommt wieder. Ja, das ist das. Ich weiß nicht, die Leute waren anders drauf. Ja. Die konnten unterscheiden, was jetzt wirklich Unterhaltung und Comedy und was weiß ich nicht angeht und haben nicht hinter jedem gleich irgendwie Verschwörung vermutet. Ja, diese Political Correctness, ne? Ja, das ist grausig. Man hat eben zwischen Unterhaltung und politischer Meinung irgendwie besser und unterschieden zu wissen. Genau. Deswegen, also ich stelle mir das heute auch unheimlich schwierig vor, zum Beispiel als Comedian was zu machen, weil das ist ja... Naja, man hat es ja bei uns in Deutschland schon gesehen, wie schnell du da vor Gericht landen kannst, ne? Ja, absolut. Und das ist schade, das war früher nicht so. Und das ist ein rein hausgemachtes Problem. Natürlich. Oh ja, die alten Sitcoms, die waren noch super, das stimmt. Das stimmt. Weil ich bin jetzt letztens erst wieder, ich weiß gar nicht, auf welchem Sender das war, über eine ganz alte Folge von Alle unter einem Dach und so, hier mit war das Urkel? Ich glaube, Steve Urkel war das gewesen. Ja, kann sein. Solche Sachen gestolpert, wie man gesagt hat, alter Falter nochmal, lange, lange Zeit her. Und das Ding lief keine 2-3 Minuten, da haben sie auch gleich wieder irgendein Klischee bedient, wo du sagst, heute nicht mehr möglich. Heute würdest du da schräg angeguckt werden für... Wo ist der LKW? Rechts, ja. Ja. Ja, ich habe eben nur so, als ich noch auf dem Feld war, denke ich so, wo ist er denn? Habe ich noch nicht gesehen, da war er noch nicht in Sichtweite. Steve Urkel, japs, genau. Die heutige Synchronstimme von SpongeBob. Genau, das ist der, oh Gott, wie hieß er denn? Kranziago, irgendwie so ein ganz bekannter ist das. Der hat viele, viele Schauspieler auch gesprochen. Ich komme da nicht dran. Ich kann nicht abladen. Ist nicht hoch genug? Nein. Ach du lieber, mein Herrgott. Dann musst du direkt zum Abladeort fahren und musst da reinkippen. Ich kann gleich nochmal mit dem Ladedings. Wo ist denn der Abladeort? Ja, müsste ich auch erst gucken. Ich kann mit dem Laster hier das mit dem Anhänger vorbeigefahren. Ist das beim Getreidespeicher zufällig? Ja. Die muss zum Getreidespeicherzentrum. Der dürfte nicht so weit weg sein, glaube ich. Ja, das ist da oben, ja. Ja, dann fahre ich mal spazieren, ne? Vielleicht kriegst du das da direkt abgeladen. Fährst aber auch ohne Licht oder sieht das nur so aus? Nee, ich habe Licht an. Okay, ja, dann zeigt er mir das. Also, da hat man mal eine gute Idee, dass man denkt, so kann man Zeit sparen mit dem Auftrag. Wieder was daneben, ne? Jetzt kommt dann sie kommt mit dem kleinen Hoppel, der ist nicht hoch genug. Da habe ich aber auch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Rechnest du ja eigentlich auch nicht mit.
Ja, kurze Arme, keine Kekse, ne? Ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Was ist denn da schon wieder dünnes Eis dran? Ich komme vor wie ein Chef. Ich komme mir vor wie ein Arzt. Jetzt überall dünnes Eis. Hallo, ich bin ein Bauer, ich darf ja, sowas. Das ist der Klimawandel, das geht heute ganz schnell mit dem. Genau. Ja. Ich bin ein Bauer, ich darf doch jetzt hier in jedem Klischee rumtrampeln, oder nicht? Ist Landwirt, das nicht auch schon wieder? Geht auch wieder nicht hin. Ich komme da nicht hin. So, ich muss mich verabschieden, wünsche euch noch viel Spaß, bis zum nächsten Mal und dann wieder. Alles klar, mein Lieber. Vielen lieben Dank, dass du dabei gewesen bist. Mach's gut und noch schönen Abend auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann muss der John doch mit einem kleinen Hänger kommen oder so. Ich hab jetzt noch eine Idee, das versuche ich jetzt mal. Da sag mir Bescheid, dann komme ich da rumgefahren. Ich bin jetzt hier gleich mit meinem Feld fertig. Ja, aber uns wird auch 24 Stunden gearbeitet, das ist doch gar kein Problem. Ja, natürlich. Ne, wir haben ja auch kein Farmhaus, ne? Ich Pause hier ist dir gar nicht erlaubt. Ich kann abladen. Ja, schön. Mit Schummeln oder wie? Tempomat rein und schlaf dann im Fahren. Ja gut, bei mir bringt das nichts. Nach 50 Metern muss ich drehen. Ich bin jetzt einfach von außen dran gefahren und hab das Rohr ausgeklappt und das funktioniert. Echt gut. Ja, ich habe aber auch noch nie irgendwie dann mit einem anderen Gerät noch zusätzlich dann gearbeitet. Deswegen, also meistens ist das ja immer das, was du mietest, ist ja aufeinander abgestimmt. Ja, klar. Aber es funktioniert. Wo wir gerade im Chat das Thema hatten, Sitcoms. Was ist denn eure Sitcom, woran ihr euch erinnert könnt, die ihr früher immer gerne geguckt habt? Immer und immer wieder? Immer und immer wieder. Ich schätze mal, bei dir ist es Al Bundy. Nein. Nein? Okay. Nein. Ja. Aus der Zeit? Mitte, Ende 80er. Oh, Mitte, Ende 80er. Eine Sitcom. Ja, ich weiß nicht, ob man das war. Nein. Nee, der war ein 90er. So genannt hat. Keine Ahnung, ich hab da noch nicht so den Fernseher. Mitte, Ende, Alf. Genau. Siehste. Okay, das muss doch in der Zeit gewesen sein. Genau. Oh, das war so schön. Ich habe diese Serie gesehen. Den hab ich schon gesehen, bevor er in Deutschland lief. Weil ich habe zu der Zeit im Emsland gewohnt und da konnte man holländisches Fernsehen empfangen. Und das holländische Fernsehen hat ihn schon ausgestrahlt, bevor er in Deutschland kam, im Originalton. Okay. Mit holländischen Untertiteln. So, ich dachte jetzt hier auf Holländisch. Auf Holländisch, das wäre auch was gewesen. Sie haben US-Ton und holländische Untertitel, aber so mit deinem Schulenglisch, das ging schon so einigermaßen. Okay. Da habe ich den das erste Mal gesehen und als dann so Monate später irgendwie so Freunde in Deutschland anfingen, boah, voll die geile Serie und alles und du lachst dich weg Guck an, der René ist auch da. Grüße dich, mein Lieber. Mein Vater ist ein Außerirdischer. Doch, die Serie kenne ich auch noch. Die war auch gut. Ach, der ist mir komplett durch den Lappen gegangen im Chat hier. Die Serie kenne ich aber auch noch. Ja, weil das farblich ungefähr wie Marius ist. Ja, deswegen. Wahrscheinlich deswegen. Sorry, ich habe dich erst jetzt eben gerade gesehen. Aber die Serie, die kenne ich mal. Mit diesem komischen Kristall, ne? Der hat doch, dieser Vater war ein Außerirdischer, der in meinem Kristall kommuniziert hat mit ihr, ne? Und dann haben wir noch Morg vom Ork, ne? Ah! Damit ist doch, wie ist er nochmal? Robin Williams. Darüber ist er doch bekannt geworden, glaube ich, ne? Ja, oder? Ja. Ja, oder hat er nicht früher Stand-Up-Comedy gemacht und anschließend darüber bekannt geworden? Ja. Ich glaube, die haben alle so den... Ja. Puh, da gab es viele. Alle unter einem... Was? Alle unter einem Fach? Eben. Bin ich aber auch mal komplett. Hör mal, wer da hämmert. Alf, eine schrecklich nette Familie, genau. Ja, Tim da. Taylor ist Oberliga. Tim Taylor ist so cool gewesen. Die habe ich auch noch alle hier zu Hause schön auf DVD. Das war ja das Trollige... Der ist ja eigentlich erst durch seine kriminelle Laufbahn zum Fernsehen gekommen und hat Karriere gemacht. Der war ja ursprünglich mal ein Knacki, der saß ja mal im Knast. Und
Und weißt, da hat halt er dann so eine... gemacht hat und, ne? Ja, genau, da ist er dann in so eine Comedy-Truppe reingekommen und hat da dann ja, sein Faible für Werkzeuge zum Thema gemacht, was er damals schon hatte. Und das kam dann so gut an, nachdem er dann seine Zeit abgesessen hat, dass er damit dann eben auch ein Programm gemacht hat. Und ja, schließlich hat ihn dann einem, ich weiß gar nicht, welcher Sender das war. War das Fox oder so? Keine Ahnung. Er hat ihn jedenfalls dann entdeckt und hat dann daraufhin gesagt, komm her, lass uns das schon. Hör mal, wer der hämmert nicht immer auf Kabel 1? Sogar mal auf ARD. Ja, die amerikanischen Sender, der dann gesagt hat, komm her, lass die Show produzieren. Ach, Fox und nicht Vox, okay. Nee. Du hast aber schon Chats vor mir vorgelesen. Ja, toll, siehst du. Kannst du mal sehen, schlechte Augen. Ne? So sieht's aus. Okay, so. Ich bin jetzt hier mit dem Feld gerade soweit fertig. Ich habe das fertig umgegraben. Ist soweit wieder Startland. Braucht ihr meine Hilfe da vor Ort? Oder wie sieht's denn auf dem Feld gerade aus bei den Sachen, die gerade angebaut sind? Mit Unkraut und so? Ich fahre da mal einfach theoretisch. Ich fahre da mal gucken. Theoretisch könnte Sally auch, wenn sie dann, weiß ich nicht, macht sie noch einmal voll und dann... Ich fahre mal gucken. Ja, würde ich sagen. Also, im Moment ist hier noch nichts. Liegt aber daran, dass das hier ist ja noch relativ frisch. Da ist noch gar nichts drauf. Das andere, das ist eben das, was ich gerade ganz frisch gemacht habe. Und auch bei den Sonnenblumen, da ist auch noch nichts. Ich gucke jetzt mal hier, wenn ich hier rausgehe. Hafer im Wachstum, gedüngt 100%. Das andere ist hier oben. Habe ich nicht noch eine Taschenlampe hier irgendwo? Irgendwie F oder L oder irgendwie F, sowas. Ja, da so. Gedüngt und Unkraut 0, benötigt Kalk. Das heißt, ich gehe da erstmal mit dem Dünger rüber. Und dann hier... Es benötigt das Kalk, also gehe ich erstmal düngen. Ja, weil der Dünger, weil der... Der Dünger jetzt, ist ja muss gedüngt werden, er geht mal ins Feld. Ja. Ihr mich auch. Nein, weil in der Maschine ist noch der Dünger drin. Ja. Aber das klang gerade so schön. Es muss gekalkt werden, ich gehe mal düngen. Ja. Ja, ja. So ist das. Kenne ich ja nichts. Typisch deine Weg. So, wo ist meine Düngermaschine? Da ist meine Düngermaschine. Ah. Immer dieses Rückwärtsfahren und dann falsch rum einschlagen hier. Ja, das solltest du doch aber so ein bisschen gelernt haben. Ja, eigentlich schon, aber in dem Fall hat es jetzt tatsächlich mal wieder nicht hingehauen. Aber jetzt haben wir es. Stefan, ich habe das Gefühl, ich brauche hier gar nicht fertig machen bis voll. Nö. Du bist so schnell fertig. Ja, ja. Also ich habe jetzt 84% Ladung und was ich da so an Restfeld noch vor mir sehe. Ich kann ja erstmal versuchen. Ja, ich mache die Reihe jetzt hier noch voll, dann bringe ich das weg und den Rest kannst du ja alleine. Muss das dann in den Speicher hier vorne gleich oder welcher ist das? Ja, der blinkt. Da, wo auf der Karte das Blinkende, der blinkende Kreis ist, da muss ich gerade mal gucken, weil das ist nicht weit. Speicherzentrum. Ja, das ist doch der direkt hier oben links. Ja, den kann ich auch den LKW, wenn ich fertig bin, da selber rüberfahren. Weil wenn der Auftrag fertig ist, die Maschinen brauchst du ja nicht zurückbringen, die gehen ja automatisch zurück. Ja. Ja gut, dann fahre ich den Kram jetzt weg, du lädst dann den Kram da rein und ab und... Ja. Wie kriege ich denn jetzt nun eigentlich den Kalk von dem Anhänger in den Dings rein? Ja, da frag mal die Chefin. Chefin! Der hat wohl nie aufgepasst, ne? Dem mir hört nie einer zu. Nochmal. Mir hört nie jemand zu. War es jemals anders? Nee, das ist ja das Schlimme. Das wird sich auch nie ändern. Also, ich habe das ja vorhin so gemacht, ich habe das mit dem Toplader, habe ich es hochgezogen und dann kannst du das, kannst du da Maschinen mit beladen. Das mit heißt, du wirst den Kalk, wirst du hinschmeißen müssen, wirst einen Toplader mit Schaufel holen müssen, mit dem Kram rüberfahren und dann mit dem Toplader das Teil beladen. Anders geht's nicht. Na, toll.
Also müssen wir jetzt einen Top-Lader kaufen. Also mieten. Nee, mieten. Mieten reicht vollkommen. Habe ich ja vorhin auch nur gemacht. Dann machen wir das mal. Aber erst schütten, ausschütten, denn und dann den Lader nicht so lange. Ja, ob ich jetzt. Meinst du, das macht jetzt den. Wollen nicht. Ja. Ausschütten. Kipplaster nach links, rechts, warte mal. Was hat er da gehabt? Kippen nach. Nach hinten, links. Oh, dann auskippen. Wo ist kippen? Hier abladen. Entladen. Hat er nicht genommen? Dann nochmal. Mit I, ne? Ja, links, links. Und Steuerung. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Na toll, jetzt ist der Kalk weg. Hä? Ist weg. Hat den Leere gekippt. Ist weg. Kann doch nicht wahr sein. Wo ist der Kalk hin? Ah, doch. Nichts kann er. Doch, jetzt ist er da. Nee, eben gerade in der anderen Sicht war er weg. Fujikato. Da lässt man ihn einmal allein. Fujikato. So, okay. Dann geht's jetzt zum Shop. So. So, die Mähmaschine für den Raps und so, den kann ich ja weggeben wieder, ne? Brauchen wir ja nicht mehr, oder? Weiß nicht, hatten wir Raps angepflanzt? Das ist ja schon weg. Nee, Sojabohnen und Hafer. Okay, ja, dann kann das weg. Eine der Mähmaschine, ist das nicht ein Schaf? Mäh. Mähmaschine. Warum habe ich denn jetzt hier nicht diesen Button dafür? Warte mal, ja. Was brauchen wir denn noch? Noch näher dran. Brauchen wir denn gerade irgendwas? Ah, da. Ja, ich brauche hier jetzt diesen Radlader da, oder was du da hattest. Ja, du willst das machen? Kauf. Miete. Warte, ich will ja mal gucken, wo war denn das? Was war das? Radlader, oder was war das? Frontlader. Frontlader. Hochkippschaufel. Warte mal, Frontlader. Mal gucken, wo war so. Ach, da, Frontlader. Ja, der muss eine Schaufel, ja. Ach, das packt man an den. Nee, wo packt man das dran? An den Frontlader. Das Ding heißt auch so. Ja, es gibt hier Frontlader, aber da ist. Das ist ja nur dieses Gestell davon. Da ist ja die Maschine dahinter noch nicht. Teleskoplader. Nee, du musst noch. Teleskoplader ist das Gerät. Ach so. Und der Frontlader ist das die Schaufel. Ah, I see. Wobei es gibt ja hier auch was mit Universalschaufel. Ach nee, das ist jetzt nur das. Hä? Ach, ich bin ja hier bei den Anhängern. Ich muss ja diese Maschinerie nehmen, so Front. Hier ist diverses Frontlader. Und ja, jetzt wird ein Schuh draus. Mieten. Yes. Steht bereit. Und dann brauche ich eine Universalschaufel. Jawohl. Ist ein Bagger geholt? Bitte? Nee, so ein, wo man Dings so dran macht, hast du doch gesagt. Ein Dings, wo man dran macht. Naja, hier so ein. Ja, das ist doch so eine Art Bagger oder so. So was hast du doch gehabt, so ein Ding, oder nicht? Nee. Nee? Nö. Ach. Jetzt passt es damit auch. Du hast einen richtigen Radlader geholt. So, und jetzt wahrscheinlich ist das Ding damit nicht kompatibel. Doch, oder so. Ist es. Ich habe extra geguckt. Warum ist er nicht kompatibel? Er war doch eben. Warum passt das also nicht? Also John muss erstmal wieder das Geld einarbeiten, was er jetzt gerade verblitzt hat. Gibt's doch nicht, warum passt das nicht? Das hat doch eben gepasst noch. Das ist nicht kompatibel. Warte. Shop besuchen. Nochmal rein. Menno.
Lieber Chat, bitte. Menno. Ich brauche gute Mitarbeiter, bitte. Passt der Mist hier nicht? Ich habe doch einen Teleskoplader, so Universalschaufel. MLAT und MLT und 4907 und was? Ja, da musst du immer gucken nach den Typenbezeichnungen, ob das ranpasst. Ach, du hast einen Teleskoplader genommen. MLAT 47. An jeden Mähdrescher, jede 94. Am witzigsten finde ich, er sagt, ja, ich habe geguckt, die sind kompatibel. 9407S. Die sind nicht kompatibel. Ich frage mich gerade, was er geguckt hat. 9407S, jetzt bring mich nicht durcheinander. Warte mal. Was waren das jetzt? 9407S. 9407S. Ah, okay, dann müssen wir den halt holen. Teleskoplader 9407S. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kann ich denn wissen, dass es hier so 1000 Sachen gibt? Jawohl. Steht bereit. Alles klar. So. So lange brauche ich den ja nicht. Wo ist jetzt das? Wo ist denn der jetzt? Ach, der steht daneben. Würdest du dann das andere Gemüse? Ja, ich muss mal gucken, wie der heißt. Kramer 3080. Steht doch in der Liste, steht das doch drin. Ja, ich wollte doch sicher gehen, welcher das auch ist, weil nicht, dass ich hinterher was anderes... Ja, aber da werden die angezeigt. Da werden die richtig angezeigt. Warte mal, wo waren das jetzt nochmal? Da steht dann nicht nur die Beschreibung, da zeigen die dann auch ein Bild davon. Also da kannst du die dann... Ich muss jetzt mal gucken, wie ich den wieder loswerde, den Kasten hier. In welchem Menü das war. Garage. Vampirhündchen, du Garage. Siehst ja die beiden hier, beziehungsweise Stefan nehme ich davon mal aus, der eine da, der kann das ja auch nicht, der kann ja auch noch nicht mal ordentlich Bestellungen aufgeben. Der bestellt ja trotzdem das Falsche. Ach, wenn er die Anleitung Fahrzeuge, gibt. Da, gemietete das Fahrzeuge. Das heißt, wir lernen dich einfach an, das kriegst du schon hin, also so, Quereinsteiger zurückgeben. Ja, wurde zurückgegeben, gut. Lacht, wenn er jetzt das Falsche weggeht. Lass mich in Ruhe, ich krieg das hin, ich kann das schon. Bin schon groß. Verdammt. Hast du nichts zu tun? Hast du nicht irgendwie noch einen Acker da zu bearbeiten? Musst du hier zugucken? Ja, muss ich. Ich muss dich ja aufsichten. Du kriegst es ja offensichtlich nicht hin. Mach jetzt den Disco, guckst du. So. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Aha, passt doch. Passt doch. So, mal gucken, was wir das hier zum Laufen kriegen. Wenn man die richtigen Sachen kauft, passt das, ne? Sonst passt das immer. Ich kann leider nur Hubwagen bedienen. Sally, Radlader, Gabelstapler. Kann ich nicht fahren. Okay. Ja, wie gesagt. Macht nichts. Wir nehmen ihn. Weißt du? Ne? Also Sally ist ja knauserig. Wir könnten ja theoretisch eine Kaltmaschine haben und eine Düngemaschine. Aber nein, wir müssen ja immer umfüllen. Ja, gibt gleich ein bisschen Geld, aber... Gucken, was überbleibt. Ich habe den Jungs jetzt schon so viel gekauft, ne? Wir müssen gleich noch einen nächsten Auftrag annehmen. Ich hab denen da sogar eine Halle hingebaut. Ich wollte gerade sagen, eine Million ist schon weg. Mehrere Werkzeuge, mehrere Wagen hier. Nicht mal ein Bett zum Schlafen haben wir. Wir schlafen im Auto, im Fahren, während wir arbeiten. Kein Wohnhaus, nichts zum Waschen. Ja, müsst ihr mal Geld dran schaffen, sonst können wir uns das nicht leisten. Ja, kommt doch gleich. Kommt gleich. Fährst du gerade weg? Ich bin jetzt auf dem letzten Meter hier, dann mache ich den, lade ich um und dann fahre ich. Gott, ich glaube, Gott kann dir da nicht helfen. Okay. Meinst du nicht? Ah, so, jetzt machen wir mal gucken, wo wir hier jetzt sind. Aber wir ja diesen Hucken wegmachen hier. Das ist irgendwie so die Mission schlechthin. Schon wieder diesen Kokshaufen hier auf der Farm. Willkommen auf der. Bei der Koksplantage hier. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir bei so Mucken kein Geld haben. Jetzt bin ich so viel Schwung drauf gefahren, dass ich drüber war. So, warte mal, wie kriegen wir denn das jetzt wieder hin hier? Lenkmodus wechseln? Was? Da kann man Lenkmodus wechseln? Ja, das ist, weil du. Der hat so ein Knickgelenk irgendwie. Links und Z.
Ach so, ah, das, nee, das will ich ja nicht. Allrad, Vorderradlenkung, so. Wie kriege ich jetzt diese scheiß Schaufel bedient? Ah, sie weiß es ganz genau und sie lässt mich verhungern. Natürlich. Ah, da kriege ich das Ding schon mal raus. Das ist schon mal ein Etwas. Wie habe ich denn das, wie habe ich denn das jetzt geschafft? Damit schalte ich durch. Ach, damit schalte ich durch. Okay. Wie habe ich das jetzt eben gemacht? Achso, rechte Maustaste? Aha. Na, raus. Oh, da hat doch schon wieder einer Geld ausgegeben. Nein. Hä? Was hast du denn da gerade gebaut? Sag mal, das Haus. Ah. Hab euch jetzt hier endlich ein Haus hingebaut, damit ihr nicht mehr weint. Weil ihr Camping nicht mögt. Naja, jetzt müssen wir aber auch wirklich erstmal Geld ran schaffen hier, also. Ich krieg diese blöde Schaufel nicht runter. Die ist immer noch. Achso. Ja, müssen wir mal rückwärts fahren. Noch weiter runter. Geh weiter runter. So. Ja. Da ist was drin? Nein. Warum ist da nichts drin? Ah doch, ist was drin. 30% Kalk. Okay, nochmal. Mach dann noch weiter runter. Klapp doch mal vorne ein bisschen an, damit du auch alles vom Boden mitkriegst. Die ist ja schon weiter ganz runden. Nee, du musst nochmal komplett runter. Mit der Schaufel. Die Schaufel ankippen, nicht nur ausfahren. Ach, da geht die Schaufel. Ja, das ist ein bisschen viel. Ist genauso kompliziert wie die Geschichte mit dem. Jetzt habe ich 5% weniger. So. Bei mir hat das vorhin alles problemlos geklappt. Ich weiß nicht, was du da schon wieder treibst. Nochmal. Damit steuere ich die Hebeding. Damit das. So. Ah, okay. Prozent. Weißt du, was ich habe, habe ich. So. Okay. Das jetzt da drauf. Warte mal. So, Gott, das wird ja wieder eine Aufgabe hier. Ja. Jetzt das so hoch machen. Ja, gehst du mal weg. Besser ist es. Ah. Das im Dunkeln auch noch. Ich sehe nichts. Du hast aber auch echt ein anderes Viech genommen als ich vorhin. Also ich würde jetzt noch mal einen Ernteauftrag machen. Ja. Weil ich habe hier noch einen Ernteauftrag für 10.000. Feld 13, das ist auch gleich beim Händler. Ich würde nur mal kurz die Frage einschmeißen, wie lange wollen wir denn heute eigentlich machen? Ja, wie lange er gönnt. Weil jetzt ist es 20 vor 11. Ja, ich muss ja nur zwischendurch. Ja, also ja, mir ist es egal. Mir ist es auch egal, wie ihr möchtet. Ich wollte nur mal die Frage, weil wir ja bei dem Spiel das Problem haben, dass wir dann die Zeit immer vergessen. In diesem blöden Kasten hier jetzt noch befüllen, soweit die geht. Jeden Fall. Ja. So in einer halben Stunde müsste ich mit der Hunde raus. Ist der jetzt unten? Ja. Hier fahren. Ja, macht ihr denn jetzt da auf dem Heimatfeld weiter oder muss ich da was machen? Ich kämpfe gerade mit der Technik um diesen Kalkhaufen einzusammeln. Ja. Ich kann aber nicht richtig steuern. Ja, ich weiß nicht warum. Achso, das liegt daran, weil die Schaufel jetzt hier so. Ich kann ja mal gucken, inwiefern du da schon was beladen gekriegt hast oder daneben schüttest. Nee, beladen ist es schon.
Das war der falsche Witz. Ah, 99%. Jetzt habe ich die Schaufel voll. Ja, 7% sind dran. Was? 7% beladen. 7%. Ja, da geht viel rein. So weit. So. Jetzt müssen wir das Ding hier wieder runter. Passt das auch? Ja. Ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Das muss man erstmal hinkriegen hier. So. Okay. Das waren jetzt 3302. Wo ist der Rest? Der liegt hier noch auf dem Boden. Den kümmere ich mich noch. Aber wenn du willst, kannst du ja schon mal mit dem Zeug anfangen und den Rest lade ich wieder in diesen Hänger rein zur Not. Zugang zu diesem Land. Hallo, da bin ich auch gar nicht mit dabei. Ah, jetzt habe ich wieder was. 26%. Okay, du kannst ein kleines Stück vorfahren. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ah, ne, es scheint alles weg zu sein jetzt. Okay, so, dann nehmen wir das jetzt wieder auf. Komm her, nein. Jetzt mal wieder diese Organisation so. Ja, das hoch. Dann hoch. Das ist die Koordinierung hier wieder. So, das so. Okay, und jetzt komme ich da zu dir gefahren. Ja. Okay, so. Hier ein bisschen zurück das Ganze. Nicht so hoch. Das war im Unteren doch nicht. Ja. Wenn ich das jetzt so kippe, ich hoffe mal, dass das jetzt funktioniert. So, okay, ich habe jetzt hier nichts mehr. Das müsste jetzt das gewesen sein. Ja, 4000. Du hast alles erwischt. Yay! Gut, dann darfst du jetzt Kalk fahren. Ach, ich darf jetzt wieder Kalk fahren? Ja. Gehe ich mal Kalk fahren. Was müssen wir denn kalken? Das leere Feld, wo du vorhin die Sachen geholt hast. Hier die abgeerntet hast. Den Raps, wo ich den Raps geerntet habe? Genau, genau, genau das. So. Ja, wie sollen wir das machen? Soll ich dann den Radlader hier erstmal stehen lassen? Oder wie wollen wir damit umgehen? Naja, weil für was willst du? Du hast ja jetzt nachher das Problem, dass du den restlichen Kalk dann wieder loswerden willst wahrscheinlich, ne? Oder meinst du, den verbrauchst du jetzt komplett? Ja, ob ich den jetzt hier komplett verbrauche, weiß ich nicht, aber ich kann jetzt nur die anderen Felder auch noch kalken. Okay. Das heißt, den gebe ich jetzt erstmal wieder zurück. Würde ich sagen. Okay. Muss ich wieder in den Shop bringen. So, gucken wir mal. Garage, gemietete Fahrzeuge. So. Zurückgeben. Zurückgeben. Und die Schaufel auch zurückgeben. Jawohl. So. Okay. Habe ich. Wo darf ich helfen? Worum geht's als nächstes? Was hast du jetzt für einen Auftrag da? Ja, den kann ich alleine machen. Ach so, okay. Das ist nur düngen. Das ist nur düngen. Okay. Dann gucke ich mal, was ich jetzt hier gerade noch habe.
Deswegen habe ich mir den gerade mal rausgesucht. Ja. Mal schauen. Hier der Stand der Dinge ist. Oh, da scheinen ja schon inzwischen Sachen zu sprießen. Und Unkraut. Ja, ja, da musst du auch durch. Dann hole ich mal am besten jetzt so eine Unkraut-Entfernmaschine. Striegel. Ein Striegel. Wollen wir den gleich kaufen? Ja. Brauchen wir sowieso. Den brauchst du immer. Sally, willst du einen aussuchen? Weil ich kaufe ja immer das Verkehrte. Nein, ich habe jetzt hier gerade zu tun. Lass Stefan aussuchen. Ja, Stefan kann das dann. Ich suche den mit Blattgold. Ich suche den aus mit Blattgold. Mit Strasssteinen und Blattgold. Den suche ich mir jetzt gleich aus. Oh. Das wäre ja ultra witzig, wenn man die, im Spiel auch Marihuana-Pflanzen anbauen könnte. Sag niemals nie. Ich bin mir gibt's sicher, irgendeine Art von Mod gibt es da bestimmt auch. Ich wollte gerade sagen, gibt es da nicht irgendwie einen Mod für oder so? Würde mich nicht wundern. Hey, das Unkraut will auch leben. Du, das sammle ich nur ein, dann machen wir hinterher eine Suppe raus. Guten Appetit. Jetzt lassen wir trocknen. Jetzt klopfen wir klein. Das kriegt unsere Chefin dann als Tee serviert. Dann nimm ich es wirklich mal rausschmeiße. Oder Blocke oder so? Wieso? Das ist Bio-Tee. Frisch aus dem Meer gekratzt. Frisch aus dem Meer gekratzt. Du magst doch so Bio-Sachen. Wäre doch viel zu schade zum Wegschmeißen. Auch das Haus wieder. Im Moment nützt es uns ja eh nichts, weil da müssten wir, glaube ich, gleichzeitig drin sein, um den Nachtmodus zu überspringen. Vermute ich mal. So, okay. Da sind wir. Juhu, hallo, lieber Shop, ich darf Geld ausgeben. Ja, so ein Striegel kostet, glaube ich, nicht die Welt, ne? Ja, mal gucken, was es da gibt. Gibt es auch einen von Armani oder von... Was haben wir denn hier alles? Striegel, Schwader. Nein, Schwader brauchen wir noch nicht. Striegel. So. Wir können ja so einen kleinen erstmal kaufen. Einen großen brauchen wir ja noch nicht. Unkraut auf jeden Fall. Das ist dasselbe. Ja, auch nicht den kleinsten, den es gibt, weil wir brauchen dann auch für größere Felder. Ne? Also, ich hätte jetzt einen zur Auswahl. 18.000, der nächste wäre 35 und der größte wäre 45. Das ist ein Apparat. Angesichts der Tatsache, dass wir nur noch 125 haben, würde ich sagen, lass uns doch für den Anfang erstmal den 18er kaufen und zur Not können wir hinterher dann immer noch den anderen machen. Oder? Ja. 9 Meter Breite, das reicht, glaube ich, noch aus. So. Und gucken wir mal, wie viele Kanäle ich mit dem Ding hier empfangen kann. Das ist wie eine riesige Antenne für den Fernseher. Was macht ihr gerade Schönes? Seid ihr schon fleißig? Düngen. Mit einem mördermäßigen Teil von, weiß ich nicht, 100 Meter Breite oder sowas. Gefühlte 100 Respekt. Meter breit. Respekt, wenn man jetzt deinem Wortlaut folgt. Kleines Maß an Selbstüberschätzung? Nein. Kein kleines. Bin gerade am Düngen mit einem riesigen Teil
100 Meter Breite. Hohe Reichweite. Es klingt auch wieder sehr merkwürdig. Tja, muss ich nur gucken. Das ist jetzt warte ich nur darauf, dass Finn oder das Vampirhörnchen gleich wieder in den Tasten hauen. Da kommt doch gleich wieder was, pass auf. Das dauert ja, nicht lang. Finn wollte ja fleißig sein. Finn also wollte fleißig sein, aber ich glaube, wenn sie so eine Steilvorlage kriegt, dann macht die garantiert gleich wieder einen Abstecher zu uns hier. Wenn sie... Die lauert doch nur. Da ist doch das ganze Komitee da ich am Start. Pass auf. Es dauert nicht lang. Oh, hier steht aber auch alles im Weg. Da ist wieder ein Trecker. Oh, jetzt läuft die Sally hier wieder rum. Eieieiei. Oh, schade. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn hier überall Unkraut? Ist hier Unkraut? Kann ich nicht sehen. Ich glaube, ich komplett durchfahren, ne? Unkraut 100%. Ist eine Aussage. Das Klavier mal hier auseinander. Das ist was gebracht hier? Ich sehe das gar nicht. Dunkel mit Grün ist dazwischen, ist es immer schwer zu erkennen. Ah ja, mal gucken dann. Ich habe ja hier unten auch irgendwie so eine Anzeige mit Gras. Hier ist aber Unkraut. Aber da steht da Unkraut 100%. Ja, warte mal. So, hier ist so. Ja, doch, es ändert sich was. Das sind einzelne Felder, die unterschiedlich sind. Pflück komplett durch und dann passt er schon. Ah. Guck dir zu. Na, toll. Chevin, passt auf. Geh mal kurz meine Vögelchen ins Bett bringen. Bin gleich wieder da. Jojo. Im Dunkeln siehst du die Überlappung nicht so gut beim Finger. Ja. Wie gesagt, das Ding ist so breit, dass ich beim Wenden muss ich den wirklich einklappen, weil sonst komme ich nicht. Hab's denn nicht, weil da Bäume stehen und so dämliche Telegrafenmasten, Strommasten oder was auch immer. Ich hoffe mal, ich komme mit dem Dünger hin, aber jetzt muss noch mal einer zum Nachfüllen kommen. Ja, ich kann ja zur Not, also wenn ich hier jetzt gleich durch bin. Ja, noch habe ich 20%. Ich habe den großen Tank, habe ich genommen, 3200 Liter, aber mal gucken, ob es reicht. Ich versuche schon relativ sparsam zu sein, dass ich nicht so viel Überlappung habe. Wie viel ist denn das jetzt noch? Oh nee, ich glaube, das wird nicht reichen. Das ist das Viererfeld, das ist auch nicht gerade klein. Ja.
halten wir uns hier rum. Jawohl. Und versinken. Das Ding ist so breit. Ja, alles klar. Genau das. Genau das. Was willst du machen, wenn das Gerät nun mal so groß ist? Mindestens. Ne, das schwingt halt aus. Aber du, ich sag dir, nach rechts und nach links. Aber sowas von. Da zahlt sich dann eben die Erfahrung aus. Wenn man weiß, mit großen Geräten umzugehen, dann ist das alles viel leichter. Ja, natürlich. Wie steht das beim Stand, das bei den Kollegen immer so schön hinten drauf? Meiner ist 20 Meter lang. Weißt du, das Schöne ist, wenn du in einem Büro mit Kollegen arbeitest und die dann irgendwann, da ist einer von am Telefonieren und dann ging es gerade darum, der hat mit dem Außendienstler gesprochen und der hatte ein Problem mit dem USB-Stick an seinem Computer gehabt. Das hat nicht funktioniert, der wurde nicht erkannt. Und daraufhin hat er dann eben am Telefon gesagt, ja mein Gott, wenn er, wenn es vorne einfach nicht mehr passt, dann stecken einfach hinten rein, vielleicht geht's ja dann. Ne? Dementsprechend war ja das ganze Büro erstmal, das sollte, ja. Das sollte man nicht aus dem Kontext reißen. Richtig. Einmal weg und dann gibt es hier gleich wieder die merkwürdigsten Themen. Ja, Entschuldigung, das waren halt Bürogespräche. Ja, was habt ihr denn da mit USB-Sticks zu tun? Ja, hallo, ist nun mal so. Als ob die damit umgehen könnten. Ja, offensichtlich ja noch nicht. Ja, deswegen ja. Gib den Leuten doch nicht so viel Technik. Was hat sich denn bisher getan? Oh, das Unkraut. Stefan ist noch am Ernten da oben, oder was? Düngen noch ein Feld. Oh, fährst aber auch rechts links. Ja, das ist... Ich habe nur gerade reingeguckt und dann sehe ich nur, der Pfeil zeigt nach rechts, der Pfeil zeigt nach links. Ja, das ist schwierig hier mit... Sieht auf der Karte aber sehr schön aus. Scheibenwischer. Tjo. Was macht denn unser kleines Feld? Was braucht es denn noch? Ich denke mal, ich werde einen Nachschub brauchen. So, ich bin jetzt auf der letzten Bahn. Also das, was am Shop steht, da der Dünger. Nee, das ist kein... Oder was du da hast. Na, verdammt, ich hab doch was nachher nicht ab. Nee, ich hab so einen Flüssigdünger. Ach so. Diese 3200 Liter Box da irgendwie, aber die reicht nicht für das Feld. Ich muss gleich mal was gucken, ob ich damit noch einreiche. Jetzt habe ich eben so eine kleine Spur in der Mitte freigelassen. Ich hoffe, dass er mir das nicht... Ich glaube, du kannst im Auftragsstatus kannst du sehen, wie viel Prozent du geschafft hast. Ja, ja, so, ich, ne? Ja, ja, deswegen, ich gucke gerade mal. So, ich bin jetzt bei 47, ja, da werde ich noch einen brauchen. Ich habe das halbe Feld fertig und habe noch 10% im... Da werde ich noch einen brauchen, fürchte ich. Hä? Steht auch schon was drin. Ach komm, stellen wir davor, das fällt ja keinem auf. Kreditzinsen? Warum haben wir Kreditzinsen? What? Wieso? Ich habe keinen Kredit angenommen. Nee, aber ich glaube, du hast von... Ach, die Mietsachen höchstens, ja? Nee, warte mal. Ja, wir haben irgendwie 250.000 Kredit. What? Ja, laufen. Ja, die hast du vermutlich von Anfang an. Okay. Ja, den müssen wir mal stückchenweise zurückbezahlen. Auch das noch. Das ist nämlich unsere immer... Finanzen da. Finanzen. 250.000? Ja, ja. Das ist vermutlich, hast du eine Million so und 250.000 dann Kredit. Über... Ach, da unten. Ja, ja.
Okay. Ich kann ja mal einmal anklicken, was passiert, wenn ich auf Zurückzahlen klicke. Du kannst immer nur in 5000er Schritten zurückbezahlen. Ja, ja. Aber das geht. Also, ja, ja. Ich weiß. Ich habe 5000 zurückgezahlt. Ja, das funktioniert. Okay. Wir den auch noch. Wir brauchen Geld. Okay, was haben wir denn, dann als neue Möglichkeiten hier? Also soweit ich das sehe, das eine Feld ist jetzt wieder frisch besehbar. Da glaube ich, haben wir ja noch nichts weiter drauf gemacht. Ne? Das habe ich ja, glaube ich, vorhin erst wieder vorbereitet. Gucken, wie es da jetzt mit aussieht. Genau. Gedüngt 0%. Ach ja, düngen müssten wir noch. Ach, dann müssen wir das ja wieder umladen, so eine Schande. Hat doch nichts erspart. Irgendwie eine Möglichkeit, Flüssigdünger zu transportieren. Vielleicht gibt es da so einen Tank? Tankwagen oder so? Ja, du kannst das Ding ja als... Oder ist das in so einer Palette? Tank, ja, so eine Tankpalette, genau. Das ist kein Big Bag, das ist eine Palette. Aber wie kriegt man das denn hier zum Feld? Gabelstapler oder so? Also da müsste man ja auch wieder extra mieten. Das ist ja genauso blöd. Ja, ich muss mal gerade gucken. Und das Blöde ist, wenn ich hier jetzt wegfahre, dann verliere ich den Punkt, wo ich gerade bin, weil ich das im Dunkeln nicht sehen kann. Soll ich dir irgendwie helfen? Soll ich da mal hinkommen? Ja, deswegen habe ich ja gerade gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, wie man Flüssigdünger transportiert, dass man den hierher kriegt. Also, was ich jetzt machen könnte, das Ding ist ja am Shop, ne? Du müsstest den am Shop erstmal kaufen, ja. Achso, der ist noch gar nicht da. Ich dachte, der steht da. Nee, irgendwo. Nein, ich hätte gleich zwei kaufen sollen und hätte das Ding voll machen sollen. Da habe ich nicht gedacht, ich komme vielleicht mit dem einen hin. So, dann gucken wir mal nach. Was haben wir denn hier an Möglichkeiten? Ladewagen. Nee, das ist alles nur. Das ist alles nur der normale Kram. Tiertransport. Ja, vermutlich kann ich den mit so einem Gabelstapler transportieren? Ja, so? Ich wollte gerade sagen, vermutlich kannst du die Palette mit dem Stapler irgendwie aufnehmen und dahin jokeln. Ja. Gibt es da nicht einen normalen Fertigstapler? Muss ich da wieder irgendwie so ein Kombi-Ding bauen? Da, diverses. Gabelstapler. Oder man muss es halt irgendwie an Herz, bringt ja auch mit Christen. Nee, ich probiere das mal. Ich will mal Gabelstapler fahren. Mal sehen. Pro Arbeitsdings. Ach, das ist vertretbar. Mieten. Jawohl. So, wir versuchen das mal. So, und jetzt hast du gesagt, Flüssigdünger, ne? Wo war der denn? In der Palette oder wo ist das zu finden? Das ja, Zeug? Ja. Und zwar, ja, nee, da Palette Pflanzenschutz. Und Dünger. Ja, Moment, da war er schon. Pflanzenschutzmitteltank? Pflanzenschutzmittel. Nee, Düngertank. Einen weiter noch über, links. Düngertank, also hier für 3200, dieser hier. Ja, genau. Alles klar.
verkaufen. 2000 Liter, ne? Ja. Ja, werde ich nicht mehr ganz brauchen, aber das ja, andere gut, ist zu wenig. Rest kann man ja, den Rest kannst du ja wieder abladen und dann kann man ja immer noch. So, warte mal. Ja, das sieht doch danach aus. Das müsste doch hinhauen. So. Licht. Willst du mit dem kleinen Gabelstapler bis hier hochkommen? Ja, ich habe doch gesagt, mit dem Gabelstapler. Es geht doch. Ja, hättest du vermutlich auch so eine Gabelaufsatz für einen großen Radlader nehmen können. Ja, ne? Hätte ich aber zwei Sachen mieten müssen. So, ach so. Warte mal. Jetzt muss ich ja wieder gucken, ob ich den kriegen wir so. Die kriegen wir so. Ich gebe mir Geld aus, ne? So, kriege ich das Ding auch irgendwie hoch? Ja. Ich wage nicht zu sagen, aber ich weiß nicht, wie ich da hochkriege. Ich wollte es gerade sagen schon. Ah doch, jetzt habe ich noch oben. Guck mal, wie schön das aussieht. Mann, oh Mann. Guck mal, wie hoch der ist, du. Meine Güte, nochmal. Das ist ja der Wahnsinn hier. Hauptsache, du fällst jetzt nicht vorne über. Das könnte wehtun. Ja, deswegen mache ich jetzt. Ich muss wenigstens so machen, dass ich noch einigermaßen rüber gucken kann. So machst du Außenansicht. So, jetzt muss ich mal gucken, wo bist du denn überhaupt? Ich hoffe, du hast die Unterhaltung gehört. Feld 4. Wo ist denn das? Ach, das ist ja am Arsch der Welt. Ja gut, ja, dann muss ich deswegen habe ich ja gesagt, da mit einem kleinen Gabelstapler hochjuckeln. Ja, jetzt ist es so, wie es ist. So. Vielleicht bin ich mit dem ja schneller als mit dem Großen. Der schafft 25 Sachen. Vielleicht geht ja auch bis dahin der Sprit aus, oder? Nein. Ja, da ist ein Straßenschild. Oh, der liegt aber gut in der Kurve. Und was hast du so gemacht? Ich bin mit dem Gabelstapler durch die Pampa gefahren. Was meinst du denn? Achso, da ist er. Naja. Die Miesen gerutscht, ohne es zu merken. Ja, übel. Mitten im Hubwagen. Ja, gemieteter Hubwagen, wohlgemerkt. Ihr müsstet mal sehen, wie die Jungs bei uns auf dem Hof mit dem Stapler rumflitzen. Ja, das ist ja, halt. Ich kenne das. Ich habe auch auf dem Lager gearbeitet. Bist mit zwei Rädern. Ja. Naja, gut. Wenn man es lange genug gemacht hat. Ich bin auch immer, wenn ich meinen LKW da an der Rampe hatte und die mit dem Stapler ausgeladen haben, ich bin auch immer ganz weit weggegangen. die sind da ja teilweise regelrecht reingesprungen. Okay. Weil du hast ja dann diese Aufsetzrampe, die noch hinten auf den Auflieger dann da, auf diesen Container da raufkommt. Ja. Damit die da ja rein und rausfahren können und dann hast du so eine leichte Steigung und wenn der wirklich leer, die sind da volles Rohr reingebrezelt, das... Das Üble war halt auch immer, wenn sie dann voll mit einer Paletten quasi aus dem Container wieder rausgefahren kamen. Die haben ja auch nicht geguckt, ob da irgendwie einer langläuft. Wenn der da langgelaufen ist, hast du Pech gehabt. Ist halt so. So, muss ich jetzt noch weiter oder muss ich hier abbiegen? Nee, eigentlich muss ich noch weiter, glaube ich, ne? Geradeaus und die zweite rechts. Geradeaus und dann also jetzt weiter über die Brücke rüber. Ja, bin ich jetzt gerade. Ja, nicht die nächste. Die nächste nicht. Okay. Sondern die übernächste. Hier war jetzt eine Straße. Hier geht jetzt auch eine Straße ab. Ja, ich glaube, die musste rechts. Ah ja, da steht auch. Wow. Glaube ich, zu weit gefahren. Ja, nee, doch. Nee, aber ich bin so weit gut in der Kurve gelegen, dass mir der Dünger hier von der Gabel gesprungen ist. Warte mal. Ich muss jetzt mal wieder das blöde Mistding wieder runterkriegen hier. Sekunde. Da werden wir uns hoch. So.
Und dann so, jawohl. Und dann kriegen wir hier den Dreh raus. Ist ja praktisch, jetzt habe ich dadurch automatisch auch gleich einen Staplerschein gemacht. Ich habe sogar noch einen, ich weiß gar nicht, verlieren die irgendwann Gültigkeit? Keine Ahnung. Ich habe mal einen gemacht, so ja? Auch schon 12, 13 Jahre her. Und naja, verkehrt ist sowas bestimmt nicht. Ja, mussten wir ja damals alles für einen CE-Führerschein machen, ja. Staplerschein und Ladungssicherung und was weiß ich nicht alles. Ladefläche, Fegen ist schon der erste Teil von Ladungssicherung. Ah. Hat mit Reibwerten zu tun. Uiuiuiui. Ja, weil wenn du Sand auf der Ladefläche hast, hat deine Ladefläche einen geringeren Reibwert. Das heißt, die Paletten fangen eher an zu rutschen. Jetzt wird's ja richtig technisch wird das. So, kann ich dir den jetzt hier so, muss ich den so oder ja, kannst du dir den schon so nehmen? Ich kann schon auffüllen. Ah ja, sehr schön. Da wo tippt der schon. Hallo ihr! Na, seid ihr fertig mit Spielen? Ja, ist voll. Sehr gut. Danke. Bitte, bitte, bitte. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt noch? Ich müsste erst Stand mal. Jetzt eigentlich am Shop vorne noch irgendwie irgendwas, was ich jetzt gleich mit dem Ding noch zu unserem zu unserer Farm bringen soll, kann, darf? Ja, da stand noch irgendwas, aber ich weiß nicht, was das war. Da stand noch so ein anderer Bag. Ja, genau, deswegen. Dann bringe ich den nämlich auch gleich noch da in dem Zuge mal jetzt, zu uns. Ich weiß ja nicht, macht ihr jetzt noch länger oder? Also bei mir ist jetzt noch nicht so, dass ich sagen würde, ach naja, so, ich weiß nicht, wie es bei Sally ist. Ja, also wenn wir morgen wieder durchstarten wollen mit Schreiben, mit, ne? Schreiben, kreativ sein, dann sollten wir vielleicht doch langsam mal. Ja gut, dann lass uns so langsam kommen. Hier jetzt die Spur finden. Wollte ich gerade sagen, weil ich müsste nämlich jetzt auch, nur wenn ihr noch länger macht, dann nee, dann machen wir wieder da. Dann machen wir das bei nächster Gelegenheit. Nee, dann lasse ich den jetzt hier auch so, dann steige ich nämlich hier jetzt wieder aus dem. Bringe den. Bleibe ich nämlich jetzt hier auch stehen, dann müsstest du nur speichern und genau, so. Hast du denn alles jetzt weggebracht? Ich bringe, ja, ich bringe jetzt nur den Stapler wieder, dass ich den abgebe, ganz kurz. Kann ich jetzt an Sachen, die abgeladen werden müssen? Jetzt irgendwas Gemähtes, gemieteten Fahrzeugen ist, die du jetzt wegbringen willst oder so? Also wir haben hier vorne am Dings noch so einen Hucken mit Saatgut stehen. Ja gut, aber das ist ja jetzt nicht in irgendwelchen Geräten. Nee. Das ist jetzt alles so gut. Wir müssen halt hier eigentlich da stehen bleiben. Genau, es ist jetzt nur, dass wir eben halt, ich werde jetzt diesen Stapler wegbringen. Gemietete Fahrzeuge, den Stapler, den geben wir wieder ab. So. Alles klar. Gut. Und dann sind wir soweit wieder. Bin ich jetzt wieder auf der Farm. Aber gut, dann haben wir doch heute auf jeden Fall eine ganze Ecke geschafft. Ja, viel Spiel Geld gemacht. Ausgegeben. Viel, ja, eine Menge Geld ausgegeben. Aber wir hatten natürlich aber auch nichts. Aber wir haben drei Felder abgeerntet. Wir haben Baumwolle gehabt, wir haben Raps gehabt und wir haben Sonnenblumen gehabt, haben die auch ganz gut verkaufen können, haben diese Felder jetzt neu besät und zwei Aufträge erledigt, glaube ich, ne? Oder anderthalb bisher. Anderthalb. Ja, ich sag, wir müssen jetzt ackern wie eine Hafendürne, ne? Nee, das Geld muss ja, das kommt als nächstes, ne? Deswegen, also nee, dann machen wir da als nächstes auf jeden Fall dann wieder weiter. Setzen wir da erstmal drauf an. Oder da dann erstmal drauf wieder an und ja. Das war auf jeden Fall unsere erste Session hier im Farming Simulator. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß an der ganzen Nummer. Mir hat es jedenfalls großen Spaß gemacht. Wie sieht es bei euch aus? Oh. Ja, ist cool, wenn man das mit mehreren Leuten spielt, weil ich kenne es halt, wie gesagt, bisher nur als Singleplayer und habe mir dann immer gedacht, oh, jetzt könntest du jemanden gebrauchen, der das macht. Und jetzt könntest du jemanden gebrauchen, der da. Und diese Helfer finde ich immer irgendwie so, ach, ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Na, ich meine, gut, jetzt hatten wir eben die Situation. Wir haben eben die Situation gehabt, dass wir jetzt eine ganze Zeit lang schon im Dunkeln gearbeitet haben, weil wir das Farmhaus nicht gleichzeitig benutzt haben. Da kannst du dann rein und dann kannst du praktisch die Nacht überspringen. Dann hast du mehr Tageslicht. Ja, genau. Aber da waren wir immer überall anders am Wuseln, deswegen hat sich das immer nicht so angeboten. Das können wir dann aber tatsächlich dann beim nächsten Mal machen, wenn wir dann hier wieder reinstarten.
Und immer so auf das Gähnen gewartet und dass mir jemand sagt, sie werden müde. Nee, das war hier irgendwie nicht. Hätte ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass das so kommt, aber nein. Weißt du, Landwirte sind eben aus einem anderen Holz geschnitzt. Die kennen das gar nicht. Müdigkeit, Schlaf, hallo. Die müssen noch richtig ran hier. Eine Gehirnhälfte schläft. Ja, das wechselt sich ab, so meinst du? Das erholt sich so, während das andere... Okay, so könnte man das natürlich dann auch verstehen. Deswegen ertrinken ja Delfine auch nicht. Die schwimmen ja weiter. Eine Hirnhälfte schläft und eine, die ist halt wach. Ich kenne manche Autofahrer, bei denen läuft das genauso. Es würde jedenfalls eine ganze Menge erklären. Ne? Ich schlafe mit beiden Gehirnhälften gleichzeitig. Deswegen fahren wir an meinem Stauenden und kommen von der ab. Oh, feier. Anyway, naja, gut. Okay, aber wie gesagt, war eine tolle Sache. War eine schöne erste Session hier im Farming Simulator. Und dann bei nächster Gelegenheit werden wir dann natürlich dann eben wieder darauf anschließen und sehen, wie es dann weitergeht und ob unsere erste eigene Ernte erfolgreich sein wird. Ich meine, jetzt mit dem Unkraut, da haben wir ja schon so ein bisschen da gekämpft. Das hat aber Gott sei Dank soweit noch hingehauen. Mal gucken, wie es dann als nächstes dann weiter geht, wenn wir das Ganze dementsprechend dann fortsetzen werden. Und das Vampirchen spendiert 100 Bits. Vielen lieben Dank, meine Liebe. Ganz, ganz große Klasse. Super lieb von dir. Ne? So, okay. Na gut, ihr Lieben. Also, herzlichen Dank auf jeden Fall, dass ihr im Discord mitgemacht habt. Und auch wenn ihr da draußen Spaß an solchen Sachen habt, wie das hier eben mit dem Farming Simulator, dann seid ihr natürlich herzlich dazu aufgerufen und eingeladen, diesem Kanal hier zu folgen oder wie das Vampirchen ihn zu unterstützen. Weil wir haben noch viele, viele weitere tolle Sachen vor und es geht schon morgen wieder frisch an den Start weiter. Um 12 Uhr machen wir weiter mit unserem Nano-Vrimo-Projekt. Wir schreiben ja zu dritt ein Sci-Fi-Roman. Sally, Mirko und ich, wir sind da ganz fleißig dabei und hauen wieder in die Tasten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne wieder dazugucken, 12 bis 15 Uhr in der Zeit und könnt dann schauen, wie wieder ein paar Zeilen dann neu dazukommen. Alle, die es nicht wissen, streamen diesmal auch selber wieder. Sehr schön, genau. Sally ist seit kurzem auch mit ihrem eigenen Kanal unterwegs. Ich kann auch gerne mal hier nochmal einen Shoutout in den Chat reinschreiben. Darüber findet ihr ihren Kanal. Schaut gerne bei ihr vorbei, lasst ein Follow da, dann freut sie sich auf jeden Fall. Und dann könnt ihr das praktisch im Dual-Stream sehen. Ihr seht aus ihrer Perspektive oder aus meiner Perspektive, wie wir uns dann hier abwechselnd dann immer praktisch so die Kapitel da erarbeiten. Und so. Sie arbeitet an ihrem Teil, ich arbeite an meinem Teil, Mirko an seinem Teil und so weiter und so fort. Wir haben die Kapitel aufgeteilt von der Handlung und werdet ihr dann morgen nochmal in aller Ruhe sehen, so wie wir es eben gestern eben auch schon mal gemacht haben. Gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, schlaft gut und dann bis morgen, wenn ihr dabei seid. Ne? In diesem Sinne, ciao, ciao. Ciao.